Hallo und herzlich willkommen hier beim ayurvedischen Ingwerwasser unter den deutschen Pen and Paper Streams, live auf Twitch, auf YouTube im VOD, ganz egal wo ihr uns gerade seht und hört, wir heißen euch herzlich willkommen. Habt ihr jetzt gerade Lust, eine Runde Hangman zu spielen im Chat bei Twitch? Wahrscheinlich nicht, aber wenn ja, könnt ihr es tun. Hier bei... Pain and Paper. Pain and Paper ist der Name dieses Kanals. Und wir spielen wieder die Genesis. Black Atlantic heißt die Kampagne. Und wir sind ein bisschen vielleicht schon im Finale, Leute. Wer weiß. Es ist gefährlich. Danger, danger. Und vielleicht sterbt ihr heute alle. Aber eigentlich geht das nicht, solange wir nicht die gottverdammte Expedition noch gemacht haben. Ja, das war euer Wunsch. Ich muss gerade mal gucken, du bist sehr leise, aber ich habe dich auch leise gestellt, Andreas. Ja, das ist eine gute Stranger Idee. Danger gibt's auch übrigens. Was für Stranger Danger gibt es denn? Da gibt's so viele Leute, mit denen man nicht aufs Boot gehen sollte. It's true. Wenn man minderjährig ist. Weil führt nur zu Tod. Es hat noch keiner das einen richtigen Buchstaben geraten. Ich kann tendenziell generell empfehlen, nicht mit fremden Leuten auf ein Boot zu gehen. Einfach so als generelle Live-Ding jetzt in der Apokalypse, fremde Leute und Boote. Schwierig. Genau, auch wenn sie Epstein mit Nachnamen heißen, lieber nicht mit rüber auf die Insel. Ihr seid auf ein Boot gegangen. Und zwar in ein U-Boot rein. In die Black Atlantic, das namensgebende U-Boot dieses Adventures hier, habt einiges an Dingen herausgefunden und wart einem Mann namens Helios auf den Fersen oder Shamash, wie auch immer. Es sind allerlei Sachen passiert, aber ich dachte, ich mache einfach gleich In-Game-Recap oder... Soll ich nochmal Pre-Game und In-Game machen, weil man niemals genügend Recaps geben kann? Ich finde Recaps eigentlich immer super. Weil meine Notizen, ich bin schon wieder an einem anderen Rechner. Das ist einfach das Mach ein Pre-Cap und dann ein Recap. Alles klar, ich geb's euch, passt auf. In der letzten Session seid ihr ins U-Boot gegangen. Ihr seid Sufian, dem miesen Verräter, der Parels kleinen Mäusejungen da mitgenommen hat und wahrscheinlich auch erschossen hat, seid ihr gefolgt. Denn Sufian ist zusammen mit Helios alias Shamash in Richtung Morlaix gefahren. In Morlaix gab es dann den Angriff der Piktens und ganz viele tote Schrotter und ein abgeschaltetes Wasserkraftwerk. Auf jeden Fall kam dann dieser Eisberg auf euch zu und dort drinne steckte das U-Boot, das höchstwahrscheinlich Shamash Helios gesucht hat. Also seid ihr runtergegangen in das Ding rein, habt dort einigen U-Boot-Stuff gefunden und seid dann in einen seltsamen Polyeder-Würfel abgestiegen, der voll war mit Bildschirmen. Es gab dann seltsame Programme, die da abgefeuert wurden. Ihr habt Stromschläge bekommen. Ein Bombardement aus Bildsalven ist auf euch eingedrungen. Ihr wisst nicht genau, was das bedeutet hat. Im nächsten Moment ist die ganze Kamera da ausgefallen und ihr hattet ein kleines Gespräch mit einem Mann namens Argeier. Wir wissen schon, was das bedeutet hat. Ja? Dass wir auf jeden Fall nicht in so subtilen Quiz-Shows mitmachen sollten hier. Nee, ganz bestimmt nicht. Das stimmt. Big Brother wäre nichts für uns. Ist richtig. Genau. Ja, das Ganze ist dann ausgefallen und auf einmal stand euch Argeier gegenüber. Argeier, der Marodeur, der über Britain herrscht und auch die Pictons befehligt, hat mit euch geredet und hat euch einen Auftrag gegeben. Denn der möchte Helios aufhalten.
bei dem, was er vorhat. Helios, aka Shamash. Ihr solltet dann runtergehen zur Brücke, gucken, was da los ist. Und vor allen Dingen den Reaktor wieder anstellen. Den Reaktor des Atom-U-Boots. Ihr seid dann von der Brücke aus in Richtung des Reaktorraumes gegangen. Vorher hatte, glaube ich, Jurian noch die Kapitänskajüte durchsucht. Oder wer war das? Glaube ich nicht. Einer von euch war es auf jeden Fall. Ah, das war ich. Ah, das war Lupol, okay. Lupol hatte die Kapitänskajüte durchsucht und hatte dort ein Bild gefunden von eben Shamash oder Helios. Der stand anscheinend im Jahre 2063 vor diesem U-Boot in einer Admiralsuniform. Und anscheinend ist er der Kapitän dieses Schiffes. Was allerdings gleichzeitig bedeuten würde, dass er über 500 Jahre alt ist. Weird, weird, weird. Dafür sieht er aber noch gut aus. Er sieht richtig gut aus dafür. Ihr seid dann im Reaktorraum angekommen. Dort hat sich Parell an einen riesigen Stromkasten gemacht und versucht, den Reaktor irgendwie wieder, also die Stromversorgung irgendwie wieder herzustellen. Dort ist dann Helios aufgetaucht und hat mit euch geredet. Hat solche Sachen gesagt wie: Warum stellt ihr euch mir in den Weg? Warum seid ihr so blöd? Warum macht ihr diesen ganzen Quatsch? Und was er dann noch gemacht hat, ist den guten Sufian einfach mal so 3-4 Meter so eine Balustrade runterwerfen, dass er auf den Boden geklatscht ist. Und dann ist Helios in Begleitung seines Bleichers, Anika, seines Bleichers, den ihr schon kanntet, von eurem kleinen Kampf gegen ihn, abgehauen. Ihr habt euch entschieden, hinterherzugehen. Sufian ist da verendet. René, du hast es geschafft, Parell davon abzuhalten, Sufian zu töten. Aber Juri hat, glaube ich, mit einem richtig schlechten Medicine-Check seinen Tod herbeigeführt. Sufian wird das Schiff nicht mehr verlassen. Genau, und dann seid ihr aus dem Reaktorraum weiter in den Truppenraum gelaufen und habt dort eine Anzeige gelesen, die auf einem Bildschirm stand. Und dort stand, dass der Selbstzerstörungsmodus des Schiffes aktiviert worden ist. Und da haben wir beim letzten Mal aufgehört. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich nochmal frage: Wollt ihr noch eine Frage stellen? Wollt ihr... Ja? Können wir sehen, wie die lange Zeit bis zur Selbstzerstörung bleibt? Komme ich gleich drauf zu sprechen. Okay. Na, Paul. Will noch irgendjemand... Ja? Würdest du uns empfehlen, das Schiff dann zu verlassen? Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Will noch irgendjemand einen richtig geilen Gag machen? Irgendwas über den Namen des Boots, Black Atlantic. Keine Ahnung. Mir fällt nichts Cooles ein, da es tut mir leid, ey. Keine Scherze. Also dieser Shamash, der wechselt seinen Namen ja auch wie seine Unterwäsche. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Once you go Black Atlantic, you never go... Ich spiele das Intro ab, bis gleich. Ihr befindet euch im Inneren der Black Atlantic.
Die Luft um euch herum ist feucht, eure Herzen hämmern ob der Ereignisse der letzten halben Stunde und das Atmen fällt euch sehr, sehr schwer. Soeben hattet ihr den Truppenbesprechungsraum betreten und auf dem großen Bildschirm erblickt, dass der Selbstzerstörungsmodus der Black Atlantic eingeleitet worden war. Ihr wisst tatsächlich nicht, wie viel Zeit euch noch auf dem Schiff bleibt. Shamash oder Helios, der Mann, den ihr hierher verfolgt habt, hat vor wenigen Minuten noch mit euch gesprochen. In Begleitung seines Bleichers war er im Reaktorraum aufgetaucht und hatte seinen Verbündeten Sufian geopfert. Ampere hatte von Helios als einem Schläferpropheten gesprochen. Er soll ein mächtiger Krieger sein, dem die Bleicher folgen. Doch wer dieser Mann genau ist, ist euch noch immer ein Rätsel. Eines ist jedoch klar, er hat eine besondere Verbindung zur Black Atlantic, war höchstwahrscheinlich ihr Kapitän, dem Bild nach zu urteilen, das ihr in der Kapitänskabine gefunden habt. Doch wenn das stimmt, müsste er über 500 Jahre alt sein. Vor eurer Begegnung mit Helios hatte sich Parell daran gemacht, den Reaktor des U-Boots zu reparieren. Den Auftrag hierzu gab Argyre, der schreckliche Marodeur, der über Britain herrscht, die Pictons befehligt und euch über den seltsamen Polyeder im Herzen des U-Boots kontaktiert hatte. Argyre ist zu eurem Verbündeten im Kampf gegen Helios geworden, doch was Helios genau vorhat, ist euch nicht klar. Ihr wisst nur eines, ihr müsst von der Black Atlantic verschwinden. Ihr steht also in diesem Truppenraum und seht allesamt auf den Bildschirm, der schwach rot flimmert und auf dem unten jetzt die Schrift langläuft, die sagt Selbstzerstörungssequenz initiiert. Und Parell, der immer noch völlig durch den Wind ist, was heißt das Selbstzerstörung? War das Helios? Argyre? Und ich weiß noch nicht mal, ob ich den Reaktor jetzt mit Strom versorgt habe. Was machen wir jetzt? Ihr seid euch nicht sicher, ob ihr den Reaktor wieder zum Laufen gebracht habt? Ich hab das getan, was ich konnte. Er blickt umher. Also ich kenne mich nicht mit irgendwelchen Computern aus. Ich weiß nur, dass das heißt, dass wir hier weg sollen. Müssen. Unser Weg zurück ist auf jeden Fall abgeschnitten. Die Tür war verschlossen, durch die wir gekommen sind. Oder? Na, wir sind ja durch die Luke runter. Das wird wohl schwierig zurückzukommen in jedem Fall. Es gibt bestimmt irgendwo noch ein Fenster oder so. In einem U-Boot? Ich glaube, vielleicht will man da ja auch mal rausgucken. Ihr habt ein ungefähres Verständnis von der Karte des U-Bootes. Ich kann die euch auch noch mal zeigen. Ich wollte fragen, ob du uns die mal einblenden kannst. Das Problem bei der Sache ist tatsächlich genau das, was Andi eben meinte. Ihr seid oben eingestiegen und dann durch diesen Polyeder nach unten und wisst auch nicht genau, wie ihr da wieder hochkommen solltet durch diese Luke. Im Reaktorraum könnte man vielleicht noch irgendwie hoch klettern, aber ihr habt das nicht gesehen. Ihr wisst aber, dass aus diesem Truppenbesprechungsraum noch eine Tür führt. Gibt's nicht irgendwie auch so Emergency Exit-Zeichen? Siehst du jetzt keine? Okay, wenn das die Fachkraft für Arbeitssicherheit wüsste. Wird ganz schnell dicht gemacht, die Black Atlantic. Oder könnt ihr den Computer fragen, ob es noch alternative Ausgangspunkte gibt oder so? Ja.
Lupol würde zurückgehen in den Reaktorraum und sagen, ich werde mal schauen, ob der Reaktor wieder läuft. Mhm. Ja, das ist auch nicht schwer, dorthin zu kommen. Du rennst nochmal schnell zu diesem Stromkasten, an dem Ampere vorhin gearbeitet hatte und siehst, ja, er hat da einige Sachen zusammengelötet wieder, so, aber auch sehr schnell und hastig. Du guckst zu dem Reaktor hoch und vernimmst tatsächlich ein leichtes Brummen, von dem du vorher nichts mitbekommen hast. Okay. Und vor allen Dingen merkst du jetzt, dass, als du an dem Stromkasten stehst, dass eines der Rohre eine gewisse Wärme ausstrahlt. Okay, dann würde ich zurück zur Brücke laufen, glaube ich. Und ich meine, da waren ja die Anzeigen, die gesagt haben, dass der Reaktor nicht läuft. Mhm. Okay. Ich hätte eine Mechanic-Wise-Frage mal kurz. Ja, gerne. Der, wie ist das? Wann explodiert das Schiff? In wie viel Zeit vergeht in-game? Ist jetzt so, okay, Leute, bis zum Ende dieser Session müsst ihr vom Schiff runter oder ihr seid halt einfach tot. um das Ganze spannend zu halten, das tut uns nicht. Ihr habt noch nichts gehört. Ihr seht, dass die Selbstzerstörungssequenz eingeleitet ist. Aber da war keine, ach so, da war gar keine Uhr bei. Okay, nee, da bin ich immer nur doof. Ich dachte, da würden irgendwie, wir wissen, dass das noch 20 Minuten sind. Dann dumme Frage, sorry. Ja, Lupol sprintet zurück in Richtung des Maschinenraums, beziehungsweise zur Brücke. Zu der Tür, ja. Was machen die anderen? Ich will mit dir angucken. Kannst du einmal die Karte von dem... Sorry, ich hab euch noch nicht mal... Ach, ich bin so blöd, ich hab's einfach dem Stream gezeigt, aber euch nicht, es tut mir leid. Genau. Wir sind bei der 9 jetzt, ne? Genau, ihr seid bei der 9 auf dem Schiff. Die Tür nach da führt zu 8, okay. Genau, und Lupo ist quasi hier die Treppe hochgerannt und wieder zur Brücke. Bei der 4 haben wir uns reingemault, ich erinnere mich. Ja, dann gehe ich doch wirklich zu der Tür. Bei der 5 war der Kommandoraum, wo wir drin waren, ne? Okay. Genau, und da ist Lupo jetzt gerade hingerannt. Es führt noch eine Tür aus Raum 9 raus. Und durch die möchte Jurian jetzt gehen. Yes. Okay, Party ist split. Ich habe die Sniper im Anschlag. Geh auch hinterher. Lupol würde... Ja, wem gehst du denn hinterher, Birk? Lupol würde über das Walkie-Talkie dem Jurian Bescheid sagen, dass der Reaktor wieder läuft und dass Lupol jetzt in die Brücke geht und nachschaut. Alles klar. Dann würde... René auf jeden Fall Lupol hinterher steppen. Sagen, weil Lupol, wenn du eine Tür aus diesem nicht aufkriegst. Und dann hinterher Dingensen. Ja, da würde Lupol noch sagen: Richter, manchmal bin ich doch von euch überrascht. Perfekt. Und die Party ist gesplittet. und wir. gucken uns erstmal an, was René und Lupol machen. Denn ihr erreicht jetzt wieder die Brücke, rennt hin. Lupol, in der Mitte der Brücke ist ein Terminal, hast du schon gesehen. Also beziehungsweise da ist der Kapitänssitz und um diesen Kapitänssitz herum sind einige Terminals, auf denen du jetzt auch die gleiche Nachricht flackern siehst. Was möchtest du tun? Sieht das so aus, als gäbe es da irgendwo Controls, irgendwelche Sachen, wo ich was steuern kann? Du könntest zugreifen auf, könntest versuchen zuzugreifen auf das Betriebssystem dieser Computer und gucken, ob du da irgendwelche Infos rausbekommen kannst. Erstmal, was läuft da jetzt für eine Nachricht drauf? Das mit der Selbstzerstörung? Genau. Ich kann sie euch auch nochmal genau vorlesen. Da steht auf
Englisch tatsächlich. Structural Damage Critical. Tricklaw Malware Detective. Detected. Reactor Module Compromised. Self-Destruction Mode Initiated. Abort All Dispensers. Was möchtest du tun an dem Terminal? Ja, ich würde gucken, ob ich irgendwie in das Betriebssystem komme. Jo, dann musst du einen Check machen, bitte. Müsste ja wahrscheinlich irgendwie Windows 13 sein oder sowas. Ah, ich weiß nicht, ob's wie es Microsoft so ergangen ist vor der Apokalypse. Aber ich würde sagen, mit einem Wurf auf Technik. Das ist Engineering, glaube ich, auf Englisch. Engineering. Wow. Das sind 5 Erfolge und 2 Trigger. Du kannst darauf zugreifen. Was möchtest du genau machen? Ich würde einmal vielleicht kurz sagen, wie hieß der Gute nochmal? Geier! Kannst du uns irgendwie hören? Keine Antwort. Keine Antwort. Okay. Aber wir haben doch die Walkie-Talkies, können wir nicht den anderen sagen, dass sie Argyle mal kurz ins Walkie-Talkie holen sollen? Der hat mit euch durch den Polyeder gesprochen. Ihr wisst auch nicht genau wie. Ja. Oh. Und hat keine weitere Verbindung zu euch. Mit deinen 5 Erfolgen und 2 Triggern merkst du auch, dass offensichtlich irgendeine Art von Virus oder Malware auf diesem Computer aktiv ist. Ja, dann würde ich den Task Manager aufmachen und die Triclaw.exe beenden. Das geht leider nicht. Mist. Diese Malware ist zu stark. Sie hat höchstwahrscheinlich Steuerung Alt und Entfernen vertauscht mit irgendwelchen anderen Tasten auf dem Keyboard. Oh Mann. Es wird immer schwerer. Gibt's noch was, was du rausfinden möchtest? Eine Sache wäre noch okay, vielleicht. Kann ich vielleicht irgendwo da sehen, wie lange wir haben, bis der Selbstzerstörungsmodus aktiv, also bis das Ding in die Luft geht? Für 5 Erfolge und 2 Trigger hörst du, dass ihr, beziehungsweise kannst du noch zugreifen auf das Handbuch des U-Boots oder eine ähnliche Datei, genau, das Readme des U-Boots. Höchstwahrscheinlich eine halbe Stunde, wahrscheinlich weniger. Okay, dann würde ich gucken, ob ich irgendwo noch einen alten USB-Stick einstecken habe und mir vielleicht das Handbuch darauf ziehen. Gucken, ob da noch irgendwo eine Karte vom Schiff ist oder sowas. Okay. Doch, eine Karte des Schiffes findest du. Dann würde ich mir die auf meinen kleinen Pip-Boy am Arm ziehen. Kannst du machen? Zoom oder sowas oder Discord oder so ist nicht auf dem Rechner drauf, nein, oder? Nein. Kurz, ja, und er funktioniert auch immer weniger. Okay, dann würde ich sagen. Okay, Richter, ich habe eine Karte des Schiffes. Lass uns nochmal. Wir haben sicherlich noch maximal eine halbe Stunde, bis das Ding in die Luft fliegt. Ich würde noch mal kurz in den Polyeder schauen. Vielleicht können wir darüber Argeier erreichen. Naja, ich würde mich hier erstmal noch mal umschauen und gucken, ob ich irgendwas sehe. Es sind allerlei Bildschirme.
von denen du nichts verstehst. Und du kannst auch gerne schon in Richtung des Polyeders nochmal gegangen sein, durch den Gang hier hinten. Und diese Luke ist halt geschlossen und du kommst da nicht, also man kann da auch nicht hoch. Von der Brücke her gibt es aber kein, nur diese eine Tür, die wir gegangen sind und die eine Tür zum Polyeder, die zu ist und die andere Tür. Es gibt noch eine andere Tür, die fest verschlossen ist. Und sonst ist da nur dieses Kuckrohr oder was auch immer das ist in der Mitte wahrscheinlich. Ja. Dann würde ich sagen, tja, Lupol. Ich glaube, wir müssen uns den Rest des Schiffs angucken, weil hier scheint es nichts weiter zu geben. Warte, aber wir waren gerade kurz im Polyeder drin, oder was? Oder die können wir da nicht mehr rein? Ihr könnt zurückgehen. Ihr seid ja, es hat sich am Boden des Polyeders eine Luke geöffnet. Durch die seid ihr runtergefallen. So zwei Meter oder drei Meter vielleicht. Und dann hat sie sich wieder geschlossen. Das Ding ist aber nur von oben zu betreten. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Und ich schaue mir im Laufen die Karte vom U-Boot an und gucke, ob da irgendwie vielleicht so, ob ich darüber einen Ausweg finden kann. Du siehst, dass hinter dem Truppenbesprechungsraum ein Raum voller Schlafkojen liegt, den jetzt die anderen, Jurian, Birk, Ampere Parell und Eris, betreten. Und ja, ihr betretet diesen Raum, der so eine Art, ja, Essensraum, Schlafraum ist. Ihr seht, an einer Seite des Raumes gehen so metallene Leitern hoch zu einer weiteren Ebene, etwa 2 Meter über dem Boden, auf der einige Hochbetten angebracht sind. Ansonsten stehen Tische und ja, einige Gefriertruhen in diesem Raum. Jurian, du betrittst den Raum mit deiner Sniper-Rifle im Anschlag. Und ja, Birk und Jurian, ihr müsst mal Perception werfen. Oh. Ja, wir sehen was. Ich sag eher, ist vor allen Dingen Birk, der, hast du deinen Compound-Bogen im Anschlag auch? Ja, also. Okay. Ja, wenn wir da durchs Boot laufen, selbstverständlich. Ja. Jurian, du siehst vor allen Dingen, blickst du erstmal durch diesen Raum mit metallenen Tischen und einigen Heizungen an der Wand, guckst dich da um und siehst halt diese Treppe und du erblickst auch hinten eine weitere Tür, die aus diesem Raum herausführt, aber auf der anderen Ebene ist. Und Birk, du bemerkst in deinem Augenwinkel oben auf der anderen Ebene einen Schatten. Einen Schatten, weil, also im Sinne von, da bewegt sich jemand oder da vielleicht. Da bewegt sich jemand von... und da ist jemand. Nee, ist dein eigener Bürgen. Nee, ich meine, oder ob der irgendwie hinter was ist oder sonst irgendwas, ob da eine Fensterscheibe ist und dahinter ist ein Schatten oder ob ich klare Sicht drauf habe. Da ist eine Person, die dort lang kuscht. Oh je. Ich schieße auf die. Die ist noch versteckt. Möchtest du den anderen sagen, dass da jemand ist? Ja, ich mach Zeichen, ohne dass der Schatten mich direkt hört. Mhm. Alright. Im nächsten Moment hört ihr alle, wie es aus einem Maschinengewehr eine Salve abgefeuert wird.
Es geht funk, 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 funk. In die Richtung. Ja, wieso kann der auf uns schießen, wenn er versteckt ist? Das geht alles sehr schnell. Okay. Deine Warnung hat dem guten Ampere, auf den geschossen wird primär, ein paar Würfelwürfe dazugegeben. Und wir gucken mal, wie gut er ausweichen kann. Ich wollte gerade fragen, kann er ausweichen? Natürlich, oh, das ging nicht, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, wenn man angegriffen wird, ist man immer tot. Ausweichen. Ah, stimmt. Außer Messern. Ich erinnere mich. Oh. Okay, zwei Erfolge, zwei Trigger. Ampere schafft es noch, ein bisschen nach vorne zu springen. Und du siehst aber, wie Blut aufspritzt, als sein Oberschenkel getroffen ist. Alter, der Arme, ne? Der hat echt einen richtig scheiß Tag. Der arme Kerl. Ja. Er presst sich hier an die Wand, versucht sich zu verstecken. Birk, du kannst jetzt in Richtung dieses Mannes schießen. Du bist halt aber auf der unteren Ebene und er ist oben. Was das auf jeden Fall erschweren würde. Kannst du mal hier diese Dinger beschreiben, was das ist? Diese Holzteile hier. Das sind keine Holzteile, das sind Metalltische. Ah, Tische mit Bänken. Ah, genau. Okay. Alles klar. Wie viel höher ist er denn? Ist der so viel höher? Also würde das was bringen, mich auf so einen Tisch zu stellen beispielsweise? Definitiv, ja. Ja, dann springe ich hier nämlich auf den Tisch. Und will zwischen den Betten auf ihn da durch drauf schießen. Kannst du machen. Wirf gerne mal auf Projectiles oder wirf mal einen Angriff. Auf Projectiles würfel ich. Ja, oder einen Schuss mit deinem Bogen. Das ist ja, aber ist ja bei muss ich Combat. Nicht danach machen? Nee. Ist es nicht ein und derselbe Wurf, eh? Ja. Du bist unter 20 Meter entfernt. Deshalb einfach den. Ich guck mal bei Combat. Das ist der 10er Wurf. Dann auf Combat. Oh shit, war das. Sorry, das war der falsche. Ah ne, war richtig. Was ist passiert jetzt? Ich sehe nicht mal eure Würfel, weil ich nicht auf der Map bin. Ich glaube, Harley schafft es nicht. Ah, okay, no ammo gut. Left in a magazine. Oh. Ja, das ist ja das Problem mit der neuen Dings. Du musst dann ja hättest du nächstes Mal Pfeile kaufen müssen. Okay, dann ist der Gegner wieder dran. Warte kurz. Ich habe jetzt auch Ammo. Ja, das ist, ey, das haben die jetzt neu gemacht, dass man tatsächlich Ammo braucht, um schießen zu können bei dieser App. Keine gute Sache. Jetzt hast du aber wieder Ammo. Ich gebe dir 10 Pfeile, dann musst du aber nochmal zu dem Magazine gehen und da eins reintun. Warte mal, du hattest, oh Gott, ist das dumm. Es ist so dumm. Du hattest minus 10 Pfeile, okay. Jetzt hast du wieder eins drinne. Du kannst jetzt deinen. Was liegt da wieder dran, weil Harley wieder 30 Hex aktiviert hat und deswegen schon im Endeffekt minus Pfeile. Ja. Das System entdeckt deine Cheats, Harley. Du kannst jetzt den Würfelwurf machen. Ich hätte gerne ein YouTube-Entschuldigungs-Apology-Video von dir. 3 Erfolge, ein Trigger. Nicht so geil. 3 Erfolge ist tatsächlich das, was du werfen musst. Der Pfeil zischt nach oben in Richtung dieses Mannes und trifft ihn auch an der Schulter, er zuckt zurück und huscht ein bisschen weiter weg in Deckung. Und im nächsten Moment hört ihr seine Stimme. Und er faucht durch diesen Truppenraum. Warum tut ihr das? Warum wollt ihr euch gegen einen Gott stellen? In erster Linie will ich von dem Schiff runter.
und du stehst im Weg. Ja. Jurian, was willst du machen? Ja, ich will da hoch. Du gehst da hoch? Okay, ich glaube, dann müssen wir mal Initiative werfen und gucken, was so abgeht. Klar. Ich gebe das durch die Comms durch. Hey, hier ist Ampere! Ich glaube, also er geht uns durch! Die Schüsse haben wir wahrscheinlich eh gehört. Ich denke mal, dass wir eh dabei sind, zu euch zu rennen gerade, wa? Bogen. Ich weiß nicht, wie laut das ist. Naja, der Typ hat vorher mit einer MP noch was da durch die Gegend geballert. Ich denke, das hat man im U-Boot gehört. Und ich glaube, man würde auch einen Pfeil im U-Boot hören, ehrlich gesagt. Ich glaube, so eine Blechkiste, da hörst du alles drin. Ey. Nochmal so eine kleine Mechanikfrage. Kriegt der irgendwie einen Malus auf Initiative, wenn der jetzt einen Pfeil in der Schulter hat? Ich meine, es wird schwieriger sein, damit zu schießen jetzt. Ja, ob er den Pfeil wirklich in der Schulter stecken hat oder was er macht, müssen wir nochmal gucken. Ich muss kurz einmal gucken, weil dein Compound-Bogen macht wie viel Schaden? Das muss ich einmal nachgucken. Das sind tatsächlich 8 plus Force durch 2. Okay, dann weiß ich Bescheid. Er hat auf jeden Fall Schaden gekriegt, aber wie viel das ist? Oh no. Ein bisschen viel. Gucken wir dann mal. Er steht auf jeden Fall noch. Juri, du hast Initiative geworfen. Sehr gut. Also. René und Lupo, ihr hört auf jeden Fall die Schüsse. Oh! Das war ganz schön gut. Birk, du kannst auch mal Initiative werfen. Das gefällt mir nicht. Ja, Moment. Ich vergesse halt immer, wo Initiative nochmal ist. Bei Combat. Ach ja. Genau, und du kannst vorher Ego einsetzen, wenn du möchtest. Habe ich nicht gemacht. Ja. 3 Erfolge. Du kannst gerne auch nochmal werfen mit Ego. Nee. Okay. Dann beginnt tatsächlich der Bleicher. Juri, stehst du noch unten? Ich würde sagen, wie hoch ist die Treppe? Die Treppe führt so 2,5 Meter hoch. Und das ist aber alles aus Metall, ne? Mhm. Könnte ich da so geduckt hochgehen? Dass ich theoretisch, wenn ich zielen wollen würde in die Richtung, so im Anschlag noch mich unter der Treppe so verstecken kann? Dass du mit deinem Oberkörper so nur oben bist? Nee, ich meine, das ist noch auf einer... Nein, es ist keine, es ist eine Leiter, es tut mir leid, es ist keine Treppe. Ach so. Das hätte ich klar. Ja, das ist blöd dann zum Festhalten, ne? Mhm. Na, vielleicht hänge ich dann noch drauf. Ich würde vielleicht den Move erst machen, wenn ich in der Initiative dran bin, dass ich da richtig hochbringe oder so. Ja. Dann schießt tatsächlich dieser Bleicher in deine Richtung, Birk. Das ist aber stark erschwert, weil du quasi Schutz hast durch die Betten und die Säulen, die dort drin sind. Aber... Er wird auf dich schießen. Ein Bleicher, ne? Auch er hat keine Ammo. Das ist doch furchtbar. Toller, toll gemacht. Ich mach mal einen Wurf auf Projectiles. Die Schwierigkeit ist erhöht. So, und das ist einer weniger. Aber dieses Ammo-Ding macht wenigstens das Kampfsystem jetzt auch mal ein bisschen schwieriger. Das ist ganz gut. Ah, okay. Er hat einen Failure. Es geht... Die Patronen prallen aber ab, treffen die Betten. An mir. Wie bitte? Die Patronen prallen an mir ab, hast du gesagt. Nicht an dir.
Der Bleicher bewegt sich zurück und brüllt nochmal in eure Richtung. Warum tut ihr das? Lasst ihn in Ruhe. Und dann ist Jurian dran. Zwei Actions. Ich würde natürlich einen coolen Move machen. Und mich da hochschwingen. Und dann zielen und dann schießen. Okay. Du kannst, ich sag mal, du kannst die Leiter hochgehen mit zwei Aktionen und schießen. Ja, mach mal. Dann ist es welches von den Distance? Null Distance. Nee, Quatsch. Die kleinste Distance. Der ist jetzt vielleicht 5 Meter, na, nicht 5 Meter, 10 Meter von dir entfernt. Let's try. Warte, kriege ich dazu die Successes aus meinen 2, ne? 2 Trigger nehme ich mit rein in meinen Wurf für die Waffe? Nee, das machst du nur, wenn du Ego-Punkte gesetzt hast. Ach so, die darf ich gar nicht einsetzen. Okay. Let's see. Ui. Zwei Erfolge sollte aber reichen. Das Ziel ist auf den Beinen und aktiv, aber du triffst ihn und machst 11 Flash Wounds Schaden. Ja, der wird getroffen und ja, du triffst ihn in die Bauchgegend, er zuckt zurück, hält sich kurz die Schusswunde. Das hätte aber mehr machen sollen. Er scheint sehr gut gepanzert zu sein, dieser Mann. Ja, ich bin's nicht. Und guckt jetzt voller Hass in deine Richtung. Birk, du bist dran. Ja, ich komme ihm noch ein bisschen näher und jumpe hier rüber auf den Tisch. Mhm. Und dann schieße ich nochmal auf den. Und antworte ihm auf seine vorige Frage nochmal mit, weil du uns im Weg stehst. Wenn du schießt, Difficulty 3. Mhm. Ich guck nochmal kurz. Ja, du musst auch wieder nachladen, wenn du das werfen willst. Das ist wirklich furchtbar. Alright, mach deinen Wurf. Oh, schon wieder keine Ammo. Du kannst, wenn du keine Ammo hast, auf das Magazin gehen und nachladen. Das Magazin? Da. No hit. Das ist kein Treffer. Ja, du schießt vorbei. Es ist schwer, ihn zu sehen. Er duckt sich nochmal weg. Der Pfeil saust an ihm vorbei. In diesem Moment kommen Loophole und René durch die Tür gerannt. Ja, ihr beide seht, dass Ampere blutend hier in der Ecke sitzt. Parell ist gerade dabei, seine Schrotflinte rauszuholen und in die Richtung zu zielen. Und Eris hat sich ebenfalls versteckt an einer Wand. Wir müssen nochmal Initiative werfen für die nächste Runde. Ihr könnt wieder bis zu 3 Ego-Punkte setzen. Oh, ich wollte welche setzen, hat nicht geklappt.
Ja, ich gehe auch immer davon aus, dass man das dann noch machen kann. Ich mach nochmal. Ja, ihr müsst es vorher einfach anklicken, wie viel Ego ihr spenden wollt. Ja, ja. Aber ich hab. Ist alles gut. Okay. Du machst nochmal, Jurian. Hä? Wo klicke ich das rein? Du gehst zu Combat und dann steht auf der rechten Seite bei State Ego. Ah, Spend Ego. Spend Ego, genau. Okay. Und René, du kannst auch nochmal werfen. Oh. Jo, sorry, ich musste kurz überlegen, ob ich jetzt schon Ego-Punkte rausballern will, aber ich glaube, noch nicht. Okay, mit deinen 5 Erfolgen und einem Trigger bist du direkt... Da hätte ich dir ja von vorne nach hinten bis durchrennen können und ihn direkt wegmachen, scheiße. Birk, du fängst an beim Kampf. Du bist der Erste. Ich, jetzt kann ich, für den Schuss kann ich nicht einzeln Ego-Punkte machen, ne? So war das. Nee, nee, du hast auf die erste Aktion, die du im Kampf machst, die Ego-Punkte, die du ausgegeben hast. Du hast keine ausgegeben. Als, die kommen drauf als Würfel. Aber er hat 2 Aktionen wegen seiner 2 Triggers, ne? Ganz genau. Dann. Oh, dieses Kack-Nachladen geht mir auf den Sack. So. Erster Schuss. 6 Erfolge, 3 Trigger. Ja, das trifft allerdings. Es sind 8 Schaden. Und dein Force geteilt durch 2? Oh, das ist nicht so viel. 1. Okay, 9. Und die Trigger da oben drauf eigentlich beim Schaden, oder wie ist das? Ich würde mal sagen, in diesem Falle ja. Weil da beim Würfeln immer drin steht plus 3 Trigger drunter, deswegen habe ich mich das gefragt, ob das. Ja, du kannst manchmal die Trigger einsetzen für gewisse Sachen. um irgendwelche Special-Dinger rauszuhauen. Aber bei Birk, weil er jetzt gerade so in seinem Element ist und auch ein Jäger ist, ein Ausgebildeter, sage ich, läuft das. Du machst ihm also. 9 plus 3 12. Ist 12. Alright. Cool. Du triffst ihn. Du triffst ihn diesmal. Nochmal. Ja, Birk, warte nochmal kurz ab, weil die Sache ist eigentlich die: theoretisch musst du nachladen mit einer Aktion. Du hast jetzt echt viele Pfeile verschossen und du bist auch ein Jäger. Also war das dreimal hintereinander okay? Ich würde sagen, eine Aktion bräuchtest du aber schon noch jetzt zum Nachladen. Ich hab nachgeladen, ja. Okay. Okay. Dann ist jetzt René dran. Jurian steht schon da oben, ne? Mhm. Dann würde... Das heißt, ich kann schon... hochsteppen, hinrennen vor Jurian quasi, oder ist das zu viel des Guten? Du hast eine Aktion, du kannst nur hochrennen, ohne angreifen danach. Ja. Also nur um mich quasi vor Jurian und den Dulu zu stellen. Das kannst du gerne machen, ja. Okay. Naja, ich bin halt immer noch der Protector, so, ne? Ja. Ich vergesse. Das ist mein Konzept. Also natürlich. Ich finde das gut, weil wir uns am Ende der letzten Folge komplett gehasst haben. Auf einmal. Ja, in dem Moment auf jeden Fall schrei ich natürlich Jurian und renne dann sofort die Treppe hoch. Tatatatat, spring und schmeiß mich so vor sie und bin dann so natürlich erstmal. Stützt mich so auf meinen Hammer, leicht erschöpft von der Aktion. Ja, wenn es um Leben und Tod geht, sind kleine Streitigkeiten gar nicht so. Ja. Egal. Jurian, du bist dran. Ich habe 2 Aktionen. Ja, du siehst, wie dieser Bleicher einen Pfeil von Birk in die Seite bekommt, aufschreit und ja. Wäre es mir möglich,
zu schießen und dann runterzuspringen. Mhm. Okay, dann schieße ich erst. Natürlich. Ich gehe noch einmal an René vorbei. Und versuche nochmal einen guten Schuss in den Bauch abzuliefern hier. Mhm. Und jetzt habe ich aber Ego-Punkte gesetzt und die gebe ich mit rein, ne? Ich glaube, die kommen automatisch drauf auf deine erste Aktion im Kampf. Direkt danach. Let's see. Weiß ich nicht. Waren das, warte mal. Wie viel hast du auf den Angriff? 8 Würfel. Das waren 8 Würfel, ja, du hast 6 auf das Sniper Rifle. Okay. Du triffst mit 3, das sind 11 Flash Wounds nochmal. Oh. Ach, ist auch, ja. Alright. War nicht so schön. Ja, der Mann wird nochmal getroffen. Und, ich mach Hopsa. Du springst runter. Ja. Und versteck mich in der Ecke. Okay, ja, neben dir der schwer atmende Ampere. Und ja, ihr seht, wie dieser Mann jetzt panisch blickt, merkt, dass von überall die Angriffe kommen, die Tür hier aufreißt hinter sich und darin verschwindet. Damit ist der Kampf vorbei, ne? Der Kampf ist erstmal vorbei. Dann sprinte ich zur Tür. Mhm. Und verfolgst ihn. Na, die Tür ist offen oder ist sie zu? Oder was ist er hat die Tür aufgerissen, hinter sich zugeschlagen und ist weggerannt. Hat die ein Guckloch oder ist es so eine reine Stahl? Ist ein kleines Guckloch, ein Glasfenster durch. Und du siehst, wie dieser Mann noch eine Treppe jetzt runterläuft. Dann versuche ich die aufzuruppen, halt die Tür. Mhm. Was machen die anderen währenddessen? Ich bin genervt, weil ich gerade runtergesprungen bin und kletter wieder hoch und bin hinterher. Ja, Parel rennt auch hinterher. Lupol checkt die Lage, sieht Ampere da liegen und versucht irgendwie dem ein bisschen medizinische Hilfe zu geben. Mhm. Kannst du einen Check werfen auf Medicine? Ja. Birk, was machst du? Kann ich vom Tisch hier hochspringen? Nachladen. Nee, hab ich schon. ja, Rule of Cool. Du kannst gerne mal auf Athletics würfeln. Oh, Birk. Yo. Medicines Check, 2 Erfolge, ein Trigger. Ja, Ampere hält sich den Unterschenkel und sagt sich, 2 Durchschüsse. Hast du Verbandszeugs? Irgendetwas? Gute Frage. Eines der Laken wird es tun. Und er steht auf und möchte auch die Leiter hoch in Richtung der Laken. Birk, du schaffst es auch. Nicht so cool, wie du es dir vorgestellt hast. Du springst da drauf und musst dich so hochdrücken. Aber nur 3 Würfel hatte in Athletic, ist es sogar cooler geworden, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich habe mich schon gewundert, dass du dich das getraut hast mit 3 Würfeln. Okay. Ich muss kurz einmal die Reihenfolge. Ja, die Tür rennen, gucken. Mal durchrennen. Ja. War die Tür denn offen eigentlich? Ja, die aufgelassen. Ja, er hat sie schon zugezogen. Aber ihr könnt die Tür öffnen. Also es ist mit einer schweren Klinke. Du musst dich einmal so ein bisschen gegen draufdrücken, drauflehnen. Dann wird die aber geöffnet. Das heißt, ich stürme da quasi so kurz vor den anderen durch einfach erstmal. Ganz genau. Ich hole euch einmal auf die neue Map. Können wir uns vorstellen, wo wir uns befinden in etwa? Ja. Es ist auch tatsächlich Quatsch, dass ihr den
Raum nicht seht, weil ihr warte kurz, ich muss einmal kurz hier zurechtkommen. Nö. Ich ziehe euch einmal hier kurz durch den ganzen Raum, weil ihr solltet den eigentlich sehen können. Ihr befindet euch nämlich in einer Art Maschinenraum. Zu eurer Linken befinden sich sehr, sehr viele Maschinen und so weiter auf einer erhöhten Plattform. Zu eurer Rechten stehen riesige, ja, Silos oder riesige Röhren. Ich kann euch einmal zeigen, wie dieser Raum aussieht auf der Karte des U-Bootes, weil da kann man das dann am besten eigentlich sehen. Ey, das müssen auf jeden Fall richtig, richtig nice Planer gewesen sein, die die Mannschaftsquartiere zwischen Reaktor und Maschinenraum gesetzt haben und sich dachten, ja Leute, ihr seid hier halt auch nicht zum Spaß, ne? Da haben wir viel Spaß beim Essen und Schlafen. Mal ready to work, ja? Ja. Ich hab das nicht entschieden, wie es läuft. So sieht's aus nun mal. Also, wie kann ich auch die Karte, wenn ich ranzoome, bewegen? Rechte Maustaste. Das klappt bei mir nicht. Rechts, sehr gut. Wir waren gerade in der 10, oder? Und jetzt sind wir... Oh Gott. Genau, ihr seid in diesem brutal großen Raum. Hä? Fog of War, ich kann ihn noch nicht sehen. Apropos, wird ja auch mal langsam Zeit, den ganzen Fog of War zu revealen, weil Lupo jetzt allen die Karte zeigen kann. Ja, ich muss gerade sagen, ich weiß nicht genau, wie ich den Fog of War wegmache. Sehr dilettantisch und ich weiß auch nicht warum, weil früher konnte ich das gut. Ja, ich erinnere mich daran, dass du das letztes Mal sehr kompetent gemacht habe. Hast, ne? Ich sag mal so. Ihr befindet euch, also ihr kommt gerade aus dem Raum Nummer 11 raus. So, das reicht. Genau. Raum Nummer 11, rennt ihr weiter in den Raum Nummer 12, 13, 14. Ihr seht diese riesigen, riesigen Silos oder was auch immer dort drinne ist, zu eurer Rechten. Auf der linken Seite einige Maschinen und weiter hinten im Raum ein großes Becken voller Wasser. Ihr könnt einmal auf Science würfeln, ob ihr vielleicht eine Ahnung habt, was das für was dieses Wasserbecken bedeuten könnte. Oh, wow. René würde gar nicht so über das Wasserbecken nachdenken und deswegen, der würde sich halt nur wundern, warum hier ein Wasserbecken ist. Okay. Das ist der Pool für den Sport der Crew. Jurian. Indoor Aquarium. Es ist kein Pool, aber. Oh. Oh. Es ist eine Art Wassertank. Hab ich den besten Wurf da gemacht? Ich wollte gerade sagen, drei Erfolge, ein Trigger ist doch gar nicht so schlecht, Jurian. Vor allem mit den wenigsten Würfeln, witzigerweise. Es ist ein bisschen sad. Danach kam aber ich war ja schon mal auf dem Boot, ja? Und das letzte wurde mir wohl mit den meisten Würfeln. Auf dem letzten Boot, auf dem ich war, wurde mir ein Job angeboten. Also ich habe eigentlich einen guten Track Record. Lupul ist halt kein Rocket Scientist, offensichtlich. Nein, du,
Du bist kein Boot-Scientist, aber sonst bist du ein Scientist. Ja, Jurian, du hast dich schon mal gefragt. So ein Unterwasserboot, ne? Ja. Wie zur Hölle fährt das eigentlich? Und wie zur Hölle steigt das auf und ab? Und... Das ist wie eine Schwimmblase bei so einem Tier. Also, dieser Tank nennt sich Ballasttank. Da kann Wasser rein und Wasser rausgepumpt werden, damit das Boot leichter oder schwerer wird. Ja, ist wie eine Schwimmblase. Ja, genau, ist wie eine Schwimmblase. Genau dort seid ihr jetzt, beim Ballasttank dieses U-Bootes, beziehungsweise im Maschinenraum. Das sage ich denen auch. Ja. Vor allen Dingen seht ihr aber, dass dieser Mann, der eben noch auf euch geschossen hat, sich eine Leiter hochhieft und jetzt noch bevor ihr tatsächlich auf ihn schießen oder irgendwie auf ihn reagieren könnt, in diesen Tank hineinspringt. Ihr daraus kann ihn, Wasser abgelassen werden. Ihr seht ihn hier oben auf der Plattform stehen und rüberspringen. Und er verschwindet dort in diesem Wassertank. Vielleicht können wir raus, wenn er durchschwimmen. Boah, wenn das Wasser da schon seit 500 Jahren drinsteht, lecker. Ey, Brustmahlzeit. Kann ja doch sein, dass wir irgendwo an der Seite vom Schiff rauskommen und dann fallen oder so, aber es ist ja im Eis. Ja. Es wird auf jeden Fall ziemlich kalt sein. Ja. Was möchtet ihr hier in diesem Raum jetzt machen? Kann man Dirk? Da so, hier ist so bestimmt so ein Wärmeknopf für so Heizung. Für so Wasserwärmen. ja, Birk geht schon rum. Tatsächlich, ihr merkt auch jetzt schon, dass die Außenwände wärmer werden, dieses U-Bootes. Und ja, ihr steht aber immer noch auf der Treppe, abgesehen von Birk, der sich die ganzen Maschinen anguckt und jetzt auch einen Blick werfen kann in diesen Wassertank. Und sieht, dass das Wasser darin geschmolzen ist. Und gerade auch noch im... Ja. Geschmolzenes Wasser? Beziehungsweise gerade am Schmelzen ist... Die Definition von Wasser, das schmilzt, ist mir aber nicht geläufig. Ja, Wasser, in dem noch ein bisschen Eisteile drin sind. Ah. Wie viel Zeit ist jetzt ungefähr... Wasser, das schmilzt? Na, by the way... 2 Minuten, 3, 4? Seit ich gesehen habe, dass wir eine halbe Stunde haben. Ungefähr. Ja. Ja. Okay. Habt ihr nicht gesehen, dass es irgendwelche Kapseln gab? Irgendwelche so Escape Pods? Das würde Lupo vielleicht auch einmal so in die Gruppe rufen. So, ey Leute, wir haben noch vielleicht 20, wenn es hochkommt, 25 Minuten. Bis das Ding in die Luft fliegt. Dann rennt Birk hier raus. Suchen wir einen Ausgang und rennt hier einfach weiter kopflos rum. Dann würde Lupo Jurian vielleicht einmal kurz fragen, ey, sag mal, hast du eine Ahnung, was das da für ein Wasser ist? Ja, ich sage, das wird abgelassen, damit das U-Boot unter Wasser auf- und absteigen kann. Das ist wie bei so einem Tier. Vielleicht gibt es dann da einen Ausgang. Ja, das denke ich auch, aber gibt es nicht was Sicheres, wo wir nicht tauchen müssen? Naja, wenn wir das Wasser ablassen. Aber wir steigen ja nicht, wir sind ja nicht unter Wasser. Dann geht's läuft das weiter? Wasser einfach nur aus dem U-Boot und dann gehen wir durch den leeren Tank und raus, meinst du? Und dann durch die Öffnung, durch die das Wasser rausgelaufen ist. Okay. Aus dem U-Boot raus. Let's pop the bubble, ey. Lass uns mal da zu diesen Maschinen hingehen. Okay. Birk, du bist hochgegangen, eine Leiter wieder, bist an diesen riesigen säulenartigen Gebilden, Stahlgebilden vorbeigerannt und dahinter, wo es die Karte zwar nicht mehr weitergeht, geht aber die Welt weiter
Und es befinden sich dahinter tatsächlich einige Kisten, in die du reinblickst. Und die sind voller Waffen. Waffen, Munition, seltsame Rüstungen. Die liegen dort. Was sind für Waffen? Maschinengewehre. Ja, ich hole mir dann ein Maschinengewehr raus. Mhm. Muss man nämlich nicht ständig nachladen, das kann ich euch sagen. Mhm. Das gebe ich dir. Ich nehme ein Maschinengewehr mit Munition. Mhm. Und was ist das für eine Rüstung? Aus einem seltsamen, festen, aber gleichzeitig leichten Material. Oh mein Gott, ist das ein Neoprenanzug? Okay. dich komplett auszurüsten dauert auf jeden Fall nochmal so. Nein, du musst dich ausziehen. Das dauert so schon so 3 bis 5 Minuten. Ja, ist okay. Informierst du die anderen darüber? Hier gibt's Waffen. Hab eine. Ihr hört Birg rufen und Lupo, du guckst nochmal zu Ampere rüber, der völlig schockiert ist. Und in Richtung dieser Säulen blickt. Und sagt: Ampere, was ist das? Raketen. Oh. Sind das die Atomwaffen, von denen Argeier gesprochen hat? Oh Gott. Heiliger. Oh nein. Dann ist es vielleicht wirklich das Beste, wenn dieses U-Boot vernichtet wird. Schade um die ganze Technologie. Könnt ihr lieber mal gucken, wie wir hier durch dieses Teil rauskommen? Ja, Lupo würde hier hochgehen. Ja, mach das weiter mal. Und gucken, ob es da irgendwie ein Ablassventil, irgendwas gibt. Ich helfe dir. Also René würde auf jeden Fall zumindest die Rüstung und so einmal durchgucken. Ja. Dann gebe ich dir, also du möchtest aber kein Gewehr mitnehmen. Ich glaube, das ist nicht so Renés gute Leistung. Da hat René leider Gottes nicht so richtig drauf geskillt. Ja. Aber ich habe ja noch immer diese zerschrammelte, kugelsichere Weste an, die wahrscheinlich auch mittlerweile mehr aus Kugeln als aus Weste besteht. Deswegen ist so mal zu swappen gar nicht so schlecht. Würde mir da was anziehen. Okay. Also lange, dass unter meinem Mantel cool aussieht. Es sieht richtig cool aus. Dann ja. Birg, ich muss dich vorwarnen. Einmal siehst du extrem krass aus. Du bist strapped, ja? Du bist einfach, du hast ein MG in der Hand, du trägst eine fucking Kompositrüstung, die sich an deine Haut schmiegt und du siehst eigentlich aus wie ein fucking Cyborg-Warrior. Gleiches gibt's für René. Du kannst auch mit der Waffe schießen, ich glaube nur nicht über dieses Programm. Du musst dann wahrscheinlich einen Projectiles-Wurf machen. Ja, René, du kriegst sie auch. Dann musst du allerdings dein Chainmail bitte wegmachen. Oh. Tatsächlich ist diese Rüstung viel besser als dein Chainmail. Ich glaube, alles ist besser als mein Chainmail. Ich habe mich schon gefragt, ob die eigentlich irgendwann mal kaputt geht auch. Ja. Weil mal die gucken. Hat schon gut getankt, also diese Chainmail. Deswegen bin ich eh überrascht, dass sie noch hält. Ihr, Jurian und Loophole, steht jetzt oben und versucht irgendwie auf diese Maschinen dazu zu greifen. Lupol würde auch Parell irgendwie nochmal sagen. Schrotter! Ihr kennt euch doch mit sowas aus. Können wir das Wasser irgendwie ablassen hier? Ich hab keine Ahnung, Mann.
Ich weiß nicht, wie das funktioniert hier. Und er drückt dann so einen Hebel rum und passiert nichts. Dann oh fuck, müssen wir da vielleicht einfach so ein bisschen dominieren und sagen, reißt euch gefällig zusammen. Ja, okay. Ich kann's versuchen. Das geht doch, aber die Rohre gehen zu dem Tank hier unten, ne? Ja, nicht alle. Ja, Lupo würde sich auf jeden Fall sich selber auch einmal angucken und schauen, ob es da irgendwo einen Hebel mit einem Piktogramm drauf oder so oder Outlet oder was auch immer. Was heißt Ablass? Lupo, du findest tatsächlich nichts und als du nochmal einen Blick auf die Karte wirfst, die jetzt auf deinem kleinen Pip-Boy ist, siehst du, der einzige Weg führt durch diesen Wassertank. Ihr könnt da durchschwimmen und im nächsten Raum rauskommen. Ja, Lupe würde einmal ganz kurz laut denken und sagen, wer zur Hölle hat dieses U-Boot designt? wie sehen wir denn die anderen? Traut sich Lupol das zu? Ihr seht jetzt die anderen hochkommen, auf jeden Fall. Mit ihren Outfits? Ja. Die offensichtlich vielleicht auch helfen dagegen, dass man nicht im Wasser erfriert oder so? Könnte gut sein. Ihr merkt jetzt, dass das Eis, was auf dem Wasser geschmolzen war oder am Schmelzen war, auf jeden Fall jetzt komplett weg ist. Anscheinend scheint der Reaktor doch zu funktionieren und das Wasser erhitzt zu haben. Also, ja, was für eine Kacke. Das ist wie eine heiße jetzt Dusche. Geht's da weiter? Nein. Der einzige Weg aus diesem Raum heraus ist tatsächlich durch den Tank. Dann springt Birk jetzt in den Tank. Was ist das für ein Wurf? Athletics. Können wir auch noch Zeit haben, um uns anzuziehen? Ja, klar. Setzen? Julian, möchtest du auch eine Rüstung? Ja, wenn ich das sehe, dass die da mit spezieller Anti-Sterbe-im-Wasser-Rüstung rauskommt, dann ziehe ich das auch an. Dann lasse ich sogar meine Tarp für zurück, ja? Okay. Dann würde ich sagen, wir spielen das mal hier richtig schön durch. Julian, du siehst René und oh shit, René und Birk hochkommen, siehst, dass sie richtig krass aussehen und entscheidest dich auch nochmal loszurennen. Lass meine Sachen alle hier. Sagen, Julian, ist das dein Ernst? Wir haben noch. Wie lange haben wir noch? X Minuten left. Eine Stunde, wenn 25 Minuten waren. Wir haben vielleicht noch eine Viertelstunde, um hier rauszukommen. Und wir müssen auch noch wegschwimmen halt. Und Lupul würde sich währenddessen schon mal den Anzug ausmachen. Ich habe literally nur so ein Leinenhemd an. Das übernehme ich nicht. Alright. Ich bin schnell. Und dann sagen, Ampere, ihr solltet auch besser euren Anzug ausschalten, wenn wir jetzt hier durchschwimmen müssen. Ist das Ding nicht wasserdicht von euch? Würde René so komplett perplex fragen. Naja, elektrische Energie und Wasser vertragen sich in der Regel nicht so gut, Richter. Na, ich hätte gedacht, dass ihr das Problem gibt. Was macht ihr, wenn es regnet und ihr da langlaufen müsst? Und René würde so ein bisschen auf Wärmeübungen machen. Vom Wasserbottich. Eine richtige Schönwetterarmee. Echt? Ja, scheiße, es regnet! Schnell nach Hause, sonst sterben wir alle!
Wir werden euch zermalmen, so gutes Wetter ist. Ja, da würde Lupol sich langsam in diesen Tank gleiten lassen und irgendwie so weit in Richtung, in die richtige Richtung an der Oberfläche schwimmen, wie geht, und dann abtauchen und versuchen, da irgendwie einen Weg zu finden. Alright, Lupol. Wie hoch ist dein Body plus Stamina? 5. Okay. Dann tauchst du als erster ab. Oh Mann. Und ja, nimmst nochmal einen Atemzug und runter mit dir. Du musst bitte einen Wurf machen. Und zwar einmal Instinct und Perception. Yes. Was hast du geworfen? Okay. Oh, 5 Erfolge, 2 Trigger. Das ist sehr gut. Und dann nochmal Body plus Athletics. Oh, what? Das waren fast alle. Du hast es. Okay. Wie ein kleiner Lachs, ja? Tauchst du unter und machst richtig tolle Bewegungen und schaffst es, die... Oh, ich dachte, du verstirbst jetzt wieder, ey. Du schaffst es perfekt durchzutauchen. Verlierst nicht die Orientierung. Dein Geist ist fokussiert auf den Durchgang, den du auch gut sehen kannst, als du erstmal runtergehst. Und Ampere tut es dir tatsächlich nach. Ihr schafft es beide durchzutauchen durch das Wasser. Wie sieht das bei den anderen aus? Kann ich meine Waffe irgendwie unter den in den Anzug mit reinstecken, dass sie nicht nachher nass ist und das ganze, die ganze Patronenoll? Ja. Wir sagen, das klappt ungefähr. Oder in eine Tüte stecken oder irgendwas, also irgendwie vor dem Wasser schützen, wenn ich jetzt tauche. Oh, meine alte Netto. Ich sag mal so, du kannst dir vorstellen, dass diese Waffen so sehr High-Tech, Tech-Level-Tier hoch sind, dass denen das Wasser nicht viel anhaben wird. Ja, geil, dann spring ich da. Alter, die Waffen sind besser als Lupols Anzug. Dann spring ich ins Wasser rein. Ja. Dann musst auch du bitte einmal mir sagen, wie hoch dein, Body und Stamina ist. Ich würde mehr so mit Agility tauchen. Body und Stamina. Body und Stamina ist bei mir 3. Okay. Was? Es ist wichtig nochmal, Lupo, das habe ich dir leider auch nicht gesagt. Da durchzutauchen dauert insgesamt 6 Kampfrunden. Man kann so lange die Luft anhalten, wie man Body und Stamina hat. Am Ende deines Tauchgangs wird es echt schwierig mit der Luft. Und du verlierst einen Ego-Punkt dafür. Ja, easy. Oh. Birk, würfel bitte nochmal auf Instinct und Perception. Das passiert aber gerade alles richtig schnell. Die Leute springen da der Reihe nach hinter runter. Ne? Julian ist eigentlich auch schon da oben. Das heißt, wenn da jemand stecken bleibt, können die uns nicht einfach hinterher tauchen? Ja, Jurian musste sich natürlich noch ihre Rüstung anziehen, die anderen auch. Wir haben nicht auf sie gewartet, oder? Ja, doch. Okay, Birk, du schaffst es auch. Ich bin die Letzte, okay? Easy. Du schaffst es auch easy, da durchzutauchen. Aber weil deine Body und Stamina nicht so hoch ist, verlierst du 3 Ego-Punkte. Nur fürs Protokoll. Nachdem Lupo Jurian kurz angeschissen hat, hat Lupo natürlich nicht auf Jurian gewartet. Nee, ist okay. Ist okay. Für die anderen Leute, die da sind, Eris und Parel, würfel ich jetzt nicht. Es fehlen noch René und Jurian. Genau, ich würde natürlich rufen, Jurian, los, 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 und sie in das Loch schicken. Ich würde meine Sniper nicht mitnehmen, weil die wahrscheinlich zu schwer ist. Aber gab's da kleinere Pistols oder sowas?
Es gab dieses leichte Maschinengewehr. Nee, ich nehme mich nicht als ich mit. Ich weiß nicht, ob die Snipe, ob ich die noch René rumschmeißen kann oder so, weil wenn ich du glaub, die liegen ich lässt, wir, wenn du die liegen lässt, ich würde sie mir grabben. Okay. Kann ich sie dir so zuwerfen? Ja, Julian, dann sag du mir mal Body und Stamina von dir. Ich hab 5. 5, okay. Dann würfel einmal Perception. Da hab ich viel. Scheiße. Du springst ins Wasser und schaffst es nicht, also die Kälte vor allen Dingen ist krass, hättest du nicht erwartet. Aber du verlierst gerade ein bisschen die Orientierung. Es dauert eine Runde länger. Hast du mir schon irgendwo Punkte rausgemacht? Nee, habe ich noch nicht. Kommen denn diese ganzen Ego-Punkte her hier? Wir haben auf jeden Fall in dem Polyeder ein paar verloren, weil wir diese Quizshow so ein bisschen vergeigt haben. Ja, 3 Stück haben wir, glaube ich, verloren. Ich weiß warum. Ne? Ich muss 2 zurück, weil ich 2 automatisch eingetragen hatte, weil ich dachte, so kommen die zum Würfeln dazu. Alles gut. Die kommen wieder raus. Okay. Du musst theoretisch 5 haben, dann, wenn du gerade in dem Kampf bist. Ich würde auf jeden Fall auch hinter Julian direkt ins Wasser springen. Okay, dann würfel du nochmal deinen Perception-Check, ob du zurechtkommst im Wasser. Ich sehe nichts. Deine Toughness ist 7, das ist gut. Okay, du weißt genau, wo es lang geht. Dann kannst du jetzt nochmal auf Athletics würfeln, René. Dann schwimme ich doch einfach René hinterher. Dein Wurf wird erleichtert auf jeden Fall. Also ich würde sowieso, ich wäre ja hinter ihr. Ich würde auf jeden Fall in dem Moment, wo ich mitkriege, dass sie irgendwie komplett was Abgecrapptes tut und in die sonst wohin schwimmt, auf jeden Fall sie grabben. Und unter Wasser mit ihr tauchen. Ja, ich würde sie Dingens ziehen und zur Not halt auch ihre Sniper liegen lassen, in dem Moment, wo ich realisiere, okay, Alter, ich will jetzt nicht mich opfern. Kann ich einfach René an der Schulter anpacken, so wie man Rettungsschwimmer macht? Wenn René das jetzt schafft mit Athletics, dann ist dein nächster Wurf erleichtert, weil du ihm einfach folgen kannst, Yuri. Okay. Das heißt, du musst bei deinem Perception-Check jetzt keine 4 Erfolge würfeln, sondern nur noch 3. Soll aber noch einen machen? Ja. Komm, ich habe 6 Würfel. Boah. Ich würde nicht mit 5 Erfolgen und einem Trigger, ne? Ich stelle mir das so vor, ich schwimme da und sag so, wink so, ey, hier lang. Und dann drehe ich mich irgendwann um und merke so, Alter, was macht sie? Würde ich natürlich beißen. Nochmal umdrehen. Umdrehen, sie oh mein Gott. Anpacken und versuchen, gemeinsam daraus zu zerren. Okay. Ich würde auch die Sniper dann, wenn ich merke, okay, Alter, das wird sonst nichts, würde ich auch die Sniper liegen lassen. Die Sniper kann gerne da bleiben. Julian, auch wenn du die Würfe nicht geschafft hast, du schaffst das mit Hilfe von René, da durchzukommen, aber es dauert halt ein bisschen und du musst lange die Luft anhalten, so lange, dass du 10-mal die Grenze überschreitest, wo du dachtest, du kannst eigentlich nicht mehr, und verlierst 3 Ego-Punkte. Athletics würfeln? Nee, René zieht dich dann. Okay! Was verliere ich? Du verlierst gar nichts. Du hast so viel Stamina und du hast so gut gewürfelt, dass du das machen kannst. Ich hab Toughness ohne Ende eigentlich, dafür. Eigentlich so ein bisschen deinen Charakter ausgespielt, ne? Und Protected, stimmt. Protected habe ich Protector natürlich auch ausgespielt. Okay, gönn es dir, du hast es wirklich ausgespielt. Und ich bin auch Seeker, weil ich im Wasser auf jeden Fall nach dem Ausgang gesucht habe. Überall habe ich den Ausgang gesucht. Nur nicht an der richtigen Stelle. Ja. Nee. Also nee. Das sucht man ja mehr, als wenn man den findet sofort. 1W6 Ego-Punkte kannst du gerne regenerieren, René. Hab, glaube ich, tatsächlich nur Flash-Wounds, ehrlich gesagt.
Ach stimmt, ich habe letztes Mal schon regenerieren dürfen. Okay. Von der Schockkammer. Von den grandiosen Rätseln, die wir nicht geschafft haben. Ihr werdet... Also ihr taucht auf. Ich bin halbtot. Gefühlt. Mhm. Das ist nicht mein Element. Ich keuche. Über diesen Rand. Ja. Vielleicht würde sie auf jeden Fall so hochriefen und sagen, Julian, geradeaus. Das ist ein Tunnel gewesen. Das sind Leute. Ihr kommt raus und befindet euch in einer Kammer. Und werdet dort begrüßt von dem Applaus, dem langsamen Applaus von Helios, den ihr dort stehen seht. Und der euch dabei zusieht, wie ihr euch aus dem Tank hieft. Ich schieße. Beruhig dich erstmal. Du musst... Wasser. Erstmal ganz ruhig, Ali. Ganz, ganz ruhig. Erstmal ganz ruhig. Als er dich sieht, Birk, wie du nach deinem kleinen Bogen fingerst, guckt er dich an und sagt, ganz, ganz ruhig. Ihr sucht doch hier nach... Ah, stimmt, du hast ein Maschinengewehr. Ganz, ganz ruhig. Ihr sucht doch hier nach, oder? Und er hält in seinen Händen eine Scheibe. Eine goldene Scheibe. In der Mitte eine schwarze Fläche mit einigen Symbolen drauf. Und ihr erkennt sie alle als die Scheiben, die Loophole bei sich trug. Nur, dass in der Mitte jetzt eine weitere Form platziert wurde. Und zwar das Zeichen, das ihr auch auf der Black Atlantic gesehen habt. Es ist das, was ihr sucht. Jehamets Willen. Arbeitet ihr deshalb mit Argeier zusammen? Und ihr wollt uns das jetzt einfach in die Hand drücken? Ich habe die ganze Zeit diesen Speer. Ich werde es euch nicht in die Hand drücken. Wisst ihr überhaupt, was das bedeutet? Werdet ihr uns wenigstens erzählen, was Jehamets Willen ist? Jehamets Willen ist eine Waffe, die in den Händen des Richtigen ihr volles Potenzial entwickeln würde. In den Händen Argeiers würde sie alles zerstören, wofür wir gekämpft haben. Wofür habt ihr gekämpft? Eine neue Welt. Freigeist. Aber davon versteht ihr nichts. Eure neue Welt habt ihr ja bekommen, offensichtlich. Dirk werde während der Diskussion versuchen, langsam Richtung Ausgang zu schlendern. Aber dabei mit der Waffe auf die beiden da zielen. Der Bleicher zielt ebenfalls auf dich. Er hat euch alle im Auge. Und als du dich bewegst, Birk, zischt er in deine Richtung. Stehen bleiben! Ihm geht's auch nicht gut.
Aber Helios, der dort steht, befehligt ihm, innezuhalten. Nein, nein, noch nicht, Annika. Bleib stehen. Euch ist klar, dass das U-Boot gleich in die Luft geht? Ich würde das gerne vorher verlassen. Wenn möglich mit Gewalt. Ich habe sowieso nichts zu verlieren. Ihr werdet dieses Schiff nicht verlassen. Und genauso wenig wird es dieses Artefakt tun. Ich schieße. Okay. Du reißt deine Waffe hoch und möchtest schießen? Ja. Der Annika, der Annika hat dich aber im Visier, ne? Aber hat auch gesagt, er würde den auch im Visier halten. Ja, ja, ich hatte den schon im Visier. Ich muss nicht die Waffe hochziehen. Ich hatte die ganze Zeit meine, das habe ich gesagt. Okay, wir werfen Initiative, Leute. Dann geht der Kampf jetzt los. Aber das finde ich jetzt ein bisschen unfair. Ich wollte nämlich eigentlich auch cool ein bisschen näher auf die zulaufen, so bedrohlich. Und ich kann jetzt wieder nicht angreifen direkt. Tja. Ja, Lupo wollte halt eigentlich noch so ein bisschen den Seeker ausspielen. Danke, Birk, ey. Ja, Leute, Alter, wir wollen eigentlich einen Ausgang suchen als Seeker. Die sind gerade ungefähr bestimmt nach 5 Minuten alle da durch den Tank geschaltet. In 4 Minuten oder so geht das ganze Ding in die Luft, Alter. Ich wollte jetzt ja, nicht noch hier ein lustiges Schnackerei halten. Genau. Nee, ich auch nicht, aber ich wollte zumindest noch so 3 Meter. Ich gehe jetzt einfach noch 3 Meter nach vorne. Die gönne ich mir jetzt einfach, Max. Ich will euch kurz nochmal was zeigen, wie der Mann jetzt aussieht, als er in seinen Combat-Mode geht. Sobald ja, du das... Ja, klar, Max, Alter. Da stehen die 2 Hänger, einer ist mega verletzt. Bla, 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 bla. Ich zeige euch nochmal kurz, wie der Typ in seinem Combat-Mode aussieht, Alter. Er ist auch 6-mal so groß jetzt, ohne eine Aktion dafür zu verbrauchen. Und hinter ihm kommt noch so eine Kreatur aus der Hölle aus dem Boden. So. Und dann machen die beiden so und verschmelzen zu so einer Symbiose. Ja, du und jetzt mal Initiative. Warte, ich muss kurz gucken. 23 Würfel, genau. So sieht der Mann jetzt aus. Ja, er hat anscheinend einen krassen Anzug an. Ihr hattet ihn vorher noch nie wirklich ohne Kapuze oder Mantel gesehen. Aber hat er keine Waffen oder wie? Den hat er so dramatisch abgeworfen jetzt? Nee, ja, er hat den Mantel dramatisch abgeworfen. Er hat keine... Eine Sekunde, während er das gemacht hat, haben wir alle gezielt. Ist okay. Lupo, du kannst Ego-Punkte verwenden für deinen Wurf. Ich wollte eigentlich auf Ego drücken, hab aber auf Initiative. Darf ich nochmal würfeln? Klar, klar, klar. Ihr seht keine Waffe in seiner Hand, aber was ihr sehen könnt, ist, dass seine Hand jetzt... unheilvoll anfängt zu leuchten. Ne. Das klingt jetzt erstmal nicht so gefährlich. Okay. Was ist, wenn ich all mein Ego verbrauche für die Initiative? Kannst nur 3 verbrauchen, Halle. Ja, wir spielen das erst seit 3 Jahren, ist kein Problem. Andi, ich habe noch 3 Ego-Points. Ja, dann wirst du nicht ohnmächtig oder so? Oder ja, psychisch kaputt. Dann kriegst du so einen Last-Chance-Wolf und dir geht's auf jeden Fall nicht so gut. Du solltest nicht alle Ego-Punkte verbrauchen. Ja, ja, okay. Ich wollte wissen, wie schnell das triggert. Dann verbrauche ich erstmal nur 1. Okay. Combat, Ego und dann konnte ich einfach auf Initiative werfen. Und dann habe ich automatisch meine ganzen Dices da. Ja. Ich würfel mal. Nio. Das ist nicht so geil, Helios, ey. Gucken wir nochmal, was Annika macht. Ist das ein Globuli oder was? Ja. Er heißt Annika. Was ist das für ein... Denke mal, ja. Warum? Ist auf jeden Fall ein Globuli. Er ist Homöopath. Okay. Weg mit ihm. Okay. Und gleich kommt noch Pippi, Teamstrumpf. Initiative-Reihenfolge, Lupo. Ich komme noch Belladonna von da oben. Du darfst anfangen, tatsächlich. Ja, Lupo
hat ja die automatische Waffe gefunden. Die Pistole. Ja. Und würde erstmal. Wie sagt man immer, erstmal die Ads weg, ne? Dann erstmal einen auf Anika. Hm. Erstmal ein bisschen AOE. Wie hat der das eigentlich geschafft, noch da durchzutauchen, ganz entspannt? Eventuell hat der kleine Hightech-Minion vom Hightech-Gott auch Hightech-Rüstung. Also meinst cheaten, okay. Ach, ich hab die Waffe noch gar nicht im Inventory. Oh. Das ist natürlich furchtbar. Du ziehst sie aber. So Projectiles werfen oder? Nö. Automatic Pistol bekommt Loophole. Und dann brauchst du natürlich auch noch die Munition, weil du sonst nicht. Muss auf jeden Fall nochmal nachladen. Das ist Inventory Management. Ja, nachladen hättest du natürlich vorher müssen, weil die Waffe war leider nicht geladen, Loophole. Naja, hättest du mal vorher nachgeguckt. Die Waffe war geladen, Loophole, und ich muss auch noch gucken, welche genau. Ja, ich meine, ich habe es ja extra vorher einmal gecheckt und mir erklären lassen, dass das hier wie das Punkt 6 mal 30 Millimeter. 30 Millimeter. Aha. Hier, ich gebe dir so viel, wie du willst. Ja, ich glaube, da stand 12 Schuss, also. 12 Schuss, alright. Genau, und das ist da, das heißt, ich. Klick jetzt auf unter 10 Meter, ja? Unter 10 Meter? Ja, der Raum ist nicht groß. Ist nicht so groß. Wenn die Treppe jetzt nicht gerade gigantisch ist, ich bin ja wahrscheinlich maximal 5 Meter. Genau, die Trigger gehen automatisch dazu, das heißt, ich werf jetzt einfach. Bam. 7 Erfolge. Alright, das sind 8 Flash Wounds. Und ich meine, dass das ausreicht, um den Mann zu töten. Ja, so langsam ist ja auch mal gut mit dem, ey. Ja. Loophole, sag mal, ist das das erste Mal, dass du einen Menschen tötest? Ja, wahrscheinlich schon. Aber Loophole ist ja auch nicht so, Loophole ist ja nicht so, ne? Ja, du siehst den Bleich da auf jeden Fall einmal zusammenzucken und dann in sich zusammenfallen. Chronisten hassen Bleicher, das kommt noch dazu. Das stimmt, du bist ideologisch voll auf Linie mit dem, mit der Tötung dieses Mannes. Und dann gebe ich noch einen auf Helios. Alright. Schieß mal. Achso, Difficulty ist natürlich 2. Ei. Roll. 5 Erfolge, 3 Trigger. Digga. Kannst du mit den Triggern irgendwas anfangen bei der Waffe? Die Waffe ist smooth running. Warte mal ganz kurz. Was bedeutet smooth running? Und piercing ist die auch. Okay. Wir ballern. Achso, piercing, was heißt 2. Das? Das gibt doch wahrscheinlich irgendwie Armor Piercing oder sowas, wa? Das steht eigentlich immer bei Combat dann drunter. Da kannst du auf Piercing drücken. Genau. The bullet or the charge fired with uses any armor rating. Okay. Okay. Okay, das sind dann was? 11. Ignoriert 2 Armor. Jetzt ist die Waffe hinter diesem. Ah, nee, ist die dann nicht, okay. Smooth running. Okay. The perfect weapon for attacks in rapid succession. If the fighter reaches at least the stated number of triggers with his attack roll, he may attack again right afterwards. Du schießt in Richtung des Schläferpropheten. Das heißt, ich habe noch einen zweiten Angriff mit minus 2 dazu. Oh, das ist natürlich super. Ja, dann mach nochmal. Aber dann hast du die Trigger nicht auch eingesetzt, um ihm mehr Schaden zu machen. Nee, genau. Aber das ist halt das Smooth Running Attribut. Ah, dann ist die Difficulty 4 jetzt, ne?
Nee, du kriegst eigentlich nur weniger Würfel. Minus 2 so. Würfel. Das heißt, add dice minus 2. So. Ah, jetzt kommen wir aufs Gleiche hinaus. Oh, und dann nochmal 3 Erfolge. Hast du nochmal getroffen. Alter, du wohl gelimmert wieder im Combat. Du siehst tatsächlich aber, also du triffst ihn zwar, aber eine der Kugeln, die letzte, die du abfeuerst, wird quasi von dieser Rüstung auch ein bisschen abgeleitet. Und er hat 8 Armor, Digga. Er hat 7. Uff. Ja gut. Und wahrscheinlich 25 HP oder so. Er ist schon ein krasser Typ, aber ihr habt seinen Ad kaputt gemacht. Also dementsprechend nicht schlecht. Er hat Initiative 4 und einen Trigger. Dann ist, glaube ich... Oh, René, du warst auch gleichzeitig mit Loophole dran. Was hast du gemacht? Ich stürme natürlich wie ein Geisteskranker. Wie viele Meter sind das? 2 so, ne? Ziemlich glatt 2, würde ich sagen. 1,99 würde ich schätzen. Ich würde sagen, 1,99 Meter. So eine Tür, Standardtür, 90 Breite, 3 Türen, ganz entspannt. Ja, 20 Meter kommen. Nein, diese Daten sind nicht korrekt, aber ich würde sagen, er ist so 4 Meter von dir entfernt. 4 Meter hätte ich auch gesagt, ja, tiefenentspannt. Also ich stelle hier ein in Motion, größer 2 Meter. Mhm. Und dann Judgment Hammer, Vollgas. Hat er nicht irgendwie einen Charge oder sowas? Genau, also das ist ja der volle Powerhammer. Ich hab 3 Triggers. Konnte ich damit irgendwas machen bei dem Hammer nochmal? Wenn ich ihn treffe oder so? Wie war das nochmal? Genau. Wenn du ihn... ich glaube, dieser Hammer ist so unhandlich, dass du quasi nachladen müsstest mit deinem Hammer, um also deine Balance wiederfinden. Aber wenn du die 3 Trigger hast, kannst du direkt danach nochmal angreifen. Aber war nicht irgendwas mit Schocken auch? Das ist Thors Hammer. Wo ist denn Thors Hammer? Oh no. Ist der nicht da? Eigentlich müsstest du den haben. Doch, da hast du ihn. Du hast ihn nicht. Handaxe ist da noch. Nee, du hast, hattest ihn nicht equipped. Okay. Difficulty ist dann, das macht eh das jetzt die Einstellung über In Motion und so, ne? Ja. Oh, mieser Wurf. Richtig. Was für ein mieser Wurf, das war der Nein, Flash Wounds. Immerhin ja. Getroffen. Ja, immer du hast getroffen. Du musst über 2. Obwohl. Ah, du. Achso, nee, du hattest. Über 2. Du hattest weniger Würfel, okay. Ja. Na, du rennst auf ihn zu. Wo haust du ihm den Hammer hin? Erstmal dadurch, dass ich halt gestruggelt bin, ich hau einfach. Okay. Ja, du haust ihm den so in die Seite, er blickt dich dabei grinsend an, mit einem wahnsinnigen Lächeln, während seine Hand gerade anfängt zu vibrieren und rot zu leuchten. Und die ist jetzt ziemlich doll in deiner Nähe. Ja, du bist ein bisschen off-balance. Ich kann nicht nochmal zuhauen. Obwohl, du hast mit dem Spezialhammer von Loophole zugehauen, ne? Mach nochmal. Da bin ich jetzt aber nicht mehr in Motion. Doch, du bist gerannt. Ah, das ist bei der. Ich dachte, das wäre nur aktionsgebunden. Das ist für die Runde. Zwei Trigger brauche ich für den Tor-Effekt, oder nicht? Mhm. Wo steht das heißt, nochmal? Du kannst ihm Ego-Punkte abziehen. Ich weiß immer nicht mehr, wie viele, und das Programm hat das gelöscht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Ich würde dir sagen, anbieten, wir scheißen einfach drauf. Stun oder... Stun also du kannst ihm Ego-Punkte abziehen, wenn du möchtest. Kurze Frage, bin ich in der Initiative dran? Kann ich einmal kurz mit Rudi vor die Tür? Nur kurz an die Haustür. Ja, wir können auch kurz eine Pause machen. Ich hau... Wenn noch ein paar Turns also, sind, schaffe ich das. Ja, ich glaube schon. Du bist relativ weit hinten. Be right back. Ja. Ja, was machst du, René? Oh. Erstmal rede ich einfach ein ganz bisschen langsamer, damit Lisa genug Zeit hat, um rechtzeitig wiederzukommen. Na, wie gesagt, ich hau ihm den halt voll in die Gusche. Mhm. Der Streamer Glove macht zum Beispiel 5 Days Damage.
Problem ist halt, dass ich glaube, der hatte so ein 1 in 100 Chance, dass der kaputt geht, wenn ich den Modus benutze. Deswegen würde ich es wahrscheinlich, wenn jetzt noch keiner im Ego-Schaden gemacht hat, auch erstmal lassen. Mhm. Weil das Teil halt schon gottlos krass ist und ich das nicht unnötig kaputt machen will. Ah, und die Batterien sind nicht unendlich chargebar, genau. Deswegen, ich hau ihm das halt voll in die Gusche. Mit dem Rückziehen. Also ich habe ihm halt erst so zack und jetzt gibt's halt, er grinst so richtig scheiße und dann pip, nochmal von hinten kommt einer in seine kleine Grinse. Kleines Grinsegesicht. Alright. ja. Dann stehst du aber direkt vor ihm. Ich stehe direkt vor, also eindeutig. Ich sehe, ich bin quasi so 20 cm von seiner Hand entfernt. In seiner einen Hand hält er Jehamets Willen, die andere leuchtet unheilvoll rot. Und das bedeutet jetzt aber, dass er dran ist tatsächlich mit einem Trigger-Vorsprung vor Birk. Und ich muss einmal kurz was gucken. Er hat nur eine Aktion. Ja, genau. One-Shotten mit einem Erfolg. Perfekt. Dann würfelt er 13 Würfel. Ich glaube, wir werden gleich herausfinden, wer diese Typen in dem Hotel verbrannt hat. Maybe. Sein Angriff. Ja, Mikrowellenpulsor. Oh, das hört sich entspannt an. Gib ihm. René, der ist direkt halt vor dir. Du hast dich aber bewegt. Und das Ganze geht so schnell, du greifst ihn ja auch an, dass es schwerer ist, tatsächlich dich zu treffen. Und er hat gerade 2 Hits mit dem Hammer abgekriegt, der Gute, ne? Ja, das wird schon schwierig, aber wir gucken mal. Aber der macht wahrscheinlich auch maximal 28 Schaden oder so, ne? Wir werden mal gucken. Es hat tatsächlich aber auch noch eine Sache, denn ihr seht jetzt diese rote Hand leuchten und René in die Bauchgegend treffen und dann ein rotes Licht, was dort leuchtet. Ihr müsst bitte alle einmal, die das sehen, einen Wurf aufs Psyche und Faith oder Willpower machen. Gegen 3. Sehe ich das nicht. Hä? Ich würde es denn nicht sehen. Du siehst das. Leider gerade. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich bin wieder weg. Lupo hat auch beim Schießen die Augen zugekniffen. Auf was? Auf Psyche und? Wir sehen das doch alle. Psyche und Faith oder Psyche und Willenskraft? Nicht Deception? Nein! Nee, es war... Nicht smash, smash. Schafft ihr 3? Nee. 4 Folge. Lupo hat einfach Trigger richtig daneben geworfen, wieder mal. Okay. Aber das ist kein Critical Failure. Der muss 3 schaffen. Und ich würfel mal. Yep. Schöne Loser. Mikrowellenpulsor Brawl. Er hat einmal eine kleine Microwaving Hand. Lass mich kurz noch mal gucken. René, du kriegst auf jeden Fall Schaden. Davon gehe ich ganz stark aus, Alter. Microwave Pulsor Hand klingt jetzt erstmal nicht so, als würde er mir Essen warm machen. Ja, zum Glück hast du nicht die Chainmail. Zum Glück habe ich mir gerade die neue bessere Rüstung angelegt, ey. Ja, das ist tatsächlich egal, weil das deine Rüstung durchdringt. Na klar. Er gibt mir direkt 10 Flash Wounds damit. Das ist leider so. Der hat 100% Piercing bei der Waffe. Der hat auch wieder Harley-mäßige Hex aktiviert, Alter. Ja, der Dude ist halt auch einfach Level 500. Ekelig, ne? Alter. Ekelig, yo. Alle, die den Wurf nicht geschafft haben, Loophole, kriegen minus 2 auf ihren nächsten Angriff auf diese Person. Loophole, du weißt nicht, was für eine Technologie er hat, aber er hat euch überlegene Technologie und das bedeutet, dass er euch überlegen ist.
Ich habe aus Versehen in den Mikrowellenblitz reingeschaut und bin geblendet. Ist man so. Soll auch eigentlich halben Meter immer wegstehen von der Mikrowelle. Vor allem, du hast aus Versehen einen Löffel in die Mikrowelle gemacht. In der Bedienungsanleitung. Nee, auch ohne Herzschritt macht er. Jede Person bei Anwendung der Mikrowelle halben Meter weg. Ihr seht jetzt, wie René einige Schritte zurücktaumelt, getroffen von diesem Strahl. Und Helios... Meine supergeile Hightech-Rüstung ist wirklich einfach so pierceable bei seinem Dingens. Er ist ein krasser Motherfucker. Ist ja schon. Er ist wieder richtig am Haken, Alter. Ihr seht jetzt, wie er das Artefakt aus seiner Hand fallen lässt auf den Boden und seine Hand jetzt noch einmal darauf richtet. Er scheint das zerstören zu wollen. Aber dann ist Birk dran. Man kriegt erst Mali, sobald man Flash Wounds voll hat, ne? Ja. Und Birk schießt jetzt 4 Salven auf den mit dem Maschinengewehr. Ich weiß nicht, ob... Ich weiß nicht, ob 4... Steht hier, Salvos vor. Ja, aber das kannst du nur machen, wenn du auch triffst. Ja, klingt logisch. Aber ich treffe ja. Ich bin unter 30 Meter von ihm weg. Ey, jetzt habe ich nur noch 9 Dices. Warum? Ich hatte gerade 10. Er hat mein Ego schon wieder vergessen jetzt. Hast du einen Ego-Punkt gesetzt beim Dings? Ja, beim Dingens. Und jetzt, dann hat er vorhin auch 10 Schaden drin gehabt und jetzt wieder ist er auf 9 runter. Ich weiß warum, weil du schon einen Wurf gemacht hast, nämlich den auf Faith. Und da hat er den reingemacht. Ach, und jetzt kann ich das nicht mehr geben. Achso, ich kann mir dann trotzdem plus 1 geben. Er sagt mir in meinem Magazin, ich drücke hier schon seit Ewigkeiten. Also bevor wir ins Wasser gegangen sind, habe ich schon auf Nachladen gedrückt. Ich kann hier aber nicht nachladen. Das MG ist, glaube ich, einfach buggy und geht nicht. Würfel einfach mal mit deinen Projectiles würfeln. Okay. Und gib dir einen drauf. Add Triggers mache ich dann, ne? Ne, Add Dice. Add Dice. Achso, weil René so sehr in der Nähe steht, kritischer Fehlschlag... Wird René treffen. Alter, 10 Würfel! Das wusste er vorher nicht. Er trifft ganz normal. Boah, weil das sah nach so viel Einsen aus, gerade dass ich ein Herzinfarkt bekomme. Ja, er hat es aber doch noch geschafft. Das sind tatsächlich jetzt 11 Schaden. Oh, das wäre auch bitter gewesen. Wenn Harley mich getötet hätte. Oh Gott. Eine Salve trifft ihn, Harley. Beziehungsweise Birk. Hast du 2 Aktionen diese Runde? Nee, eine. Ja, eine Salve aus deinem MG trifft ihn. Und dann wäre Jurian dran. Ja, okay, also... Ah. Jurian schießt ja, okay, also ich... ich verpisse mich. Okay. Ich habe keine Waffe. What the hell? Du hast ein Stiletto-Knife, oder? Ja, ich gehe auf den Typen auf jeden Fall mit meinem kleinen Messerchen auf den zu. Ich musste doch die Sniper nicht droppen, oder? Nö, du kannst die ihr wiedergegeben haben. Wollte ich gerade sagen, natürlich habe ich dir die wiedergegeben, als ich gesehen habe, dass er der offensichtliche Endboss ist. Obviously. Also ich meine, ich schlepp das Teil jetzt nicht für Umme durch die ganze Map für dich. Also dann verstecke ich mich hinter Birk und zwar weiter da. Mhm. Wenn du jetzt hinter mir schießt, ne? Schieß hinter Birk mit dem Maschinengewehr. Sniper. Aus der Deckung, durch die Bauchdecke auf ihn. Genau, ich stehe so 50 Zentimeter hinter ihm und versuche an ihm vorbeizuschießen. Ja. Willst du auf ihn schießen, Juri? Auf Birk? Nein, auf Helios. Ja, natürlich. Dann mach das doch. Ich habe keine Ego-Punkte gesetzt. Nope. Oh. Das sind keine Trigger. 2. Wieso hast du nur so wenig Würfel? Trifft immer noch. Ja.
Das sieht nicht so gut aus für Helios, aber das Tolle ist, dass die Kampfrunde jetzt vorbei ist. Und wir die nächste Runde würfeln müssen. Initiative. Nächste Runde Initiative-Würfel, bitte jetzt. Boah, jetzt geht's hier um den Killshot, ne? Alter, Helios, what the fuck? Drei Aktionen, klar, gar kein Problem. Er hat ein bisschen übertrieben. Und auch einfach nur zwei Fehlschläge auf 95 Würfel, ey. Bam! Ja, Helios dreht jetzt einmal René das Genick um, läuft dann zu Birk rüber, one-shottet den und one-shottet dann noch Urian. Und dann ist Lupol 1v1 Helios. Was machen eigentlich Parel und so? Schießen die nicht auf den? Parel schießt tatsächlich auf den Typen. Der kommt hier rumgesneakt und schafft es noch einen Schuss mit seiner Schrotflinte abzugeben. Wir gucken mal, wie gut das wird. Er wirft auf Projectiles und... Ja. Oh, sorry, nicht Difficulty 6, Difficulty 2. Add Die 6. Okay, das sind 3 Successes. Das tut Helios auch nochmal weh. Er ist aber tatsächlich eher fokussiert auf wen anders. aber, und vor allen Dingen glaubt ihr, dass der Mann jetzt verstanden hat, dass ihr eine Gefahr darstellt für ihn. Und für sein Leben. Was gar nicht so schlecht ist, denn, also, naja, für manche von euch vielleicht nicht so schlecht, die sich nämlich um Jehamets Willen scheren. Denn er hat jetzt von seinem Plan abgelassen, das zu zerstören und möchte euch... Möchte jetzt uns zerstören. Möchte euch zerstören, das stimmt. Ja. Juhu, let's go. Aber die Frage ist, mit 11 Erfolgen und 4 Triggern gelingt ihm das? Da ist aber mal 3 Kampfrunden. Auf was waren denn die Erfolge und... Initiative. Ah, ich habe noch nicht Initiative gewürfelt. Genau, das musst du mal machen. So, Birk, du brauchst jetzt 12 Erfolge und 5 Trigger. Was hat er denn für Hack? Dann bin ich ja eh tot, wenn ich jetzt nicht zufällig mehr als komplett ridiculous... Ei, oh. Leider nicht ganz geschafft. Nicht ganz Erster geworden. Ich sag mal so, René. Ich hoffe, du hast noch 30 Flash Wounds über René, sonst wird's knapp. Es ist nicht so, als wärst du jetzt gerade die größte Gefahr für ihn. Er wird nämlich beschossen von mehreren Seiten und vielleicht findet er die ein bisschen blöder. Du bist aber trotzdem nah dran und deshalb haut er dir jetzt mit einem Charged Punch in die Fresse. Wie viel macht sein Charge Punch so an Damage? Das ist jetzt aber auf jeden Fall nicht der erste, den René abkriegt. Gucken wir gleich mal. Aber vermutlich der letzte tatsächlich. 9 Würfe, Difficulty 2. Er hat daneben. Oh! Alter, ich bin in der Folge. Wie viel Schaden macht sein Charge Punch? Ich guck nach. 5 Damage. Du hast Dazed 5 und lebst du noch? Yo, it's set. Du hast 5 Lebenspunkte verloren. Genau. Achso, aber das Rüstung, ist nicht rüstungsdurchdringend. Ach, it's set, dann habe ich gar keinen Schaden gekriegt. Okay, die Sache ist, das hat Smooth Running. Das heißt, er kann direkt nochmal boxen. Mit 2 weniger. Weil er irgendwie 5 Trigger hat. Er boxt einfach zweimal richtig in deine Fresse. Boah, der Typ wird echt so
krass kriegen, wenn ich das überlebe. Das kann er, das weiß er noch gar nicht, Alter. Wie sehr der Hammer nicht aufhören wird, bis er Matschepampe ist, ne? Dann kann er dir doch eh kein Damage machen. Achso, dann kann er ja, wollte ich gerade sagen, dann kann er ja jetzt nichts machen. Er kann dich K.O. boxen, er kann dir deine Ego-Punkte abziehen, alle. Und das ist vielleicht auch doof. Du kriegst nochmal 5 Ego-Punkte Abzug. Und. Hab ich noch einen! Ja, dann hat er nochmal Smooth Running und boxt nochmal. Er kann natürlich keine dreimal angreifen. Weil warum halt nicht? Ja, warum soll er mal 2 Runden? Presslufthammer in dein Gesicht mehrere Male. Was passiert jetzt? Nicht? Ja? Bin ich dann K.O. oder wie jetzt? Ja. Ja, ich würde schon sagen. Japp. Braucht der nicht 3, hast du vorhin gesagt? 3 Erfolge? Nee, 2, weil du dich noch nicht bewegt hast. Er hat nochmal Smooth Running. Er hätte nochmal Smooth Running. Das ignorieren wir mal. Smooth Run ist jetzt alle weg. Erster Mikrowellenpulsorschuss geht in Richtung Loophole. Was heißt denn, dass ich K.O. bin? Eigentlich. Du bist jetzt ausgenockt. Ego ist halt, genau, aber was heißt, wenn mein Ego down ist? Du bist erstmal ohnmächtig. Für den Kampf vielleicht nicht mehr so dabei. Lupo, er greift dich an. Mikrowellenpulsor kommt in deine Richtung. Ich. Das ist ein Success. Und es kommen 10 Flash Wounds auf dich. Warte. Kann ich... Opa. Jetzt habe ich gerade was gesagt. Verdammt, ich hätte es in den Discord-Channel schreiben sollen. Ja. 10 Flash Wounds bedeutet, dass du auf dein Trauma gehst. Ach, der hat mich getroffen, ja, ja. Ja, der hat dich auf jeden Fall getroffen. Nächste Attacke geht auf Birk. Ah, nee, ich gehe nicht auf Trauma, ich habe nicht 2 Rüstung. Rüstungsdurchdringend, I'm sorry. Ah, ja klar, natürlich. Das heißt, ich kriege 2 Traumaschaden? Yep. Schön. Gar kein Problem. Loophole hält das, steckt das locker weg. Loophole ist nicht ein Tier. Ja, Birk, für dich gilt das Gleiche. Was krieg ich? Du kriegst insgesamt 10 Flash Wounds. Das heißt, auch deine Flash Wounds sind voll und du gehst sofort auf Trauma. Ein Strahl aus heißer Energie trifft euch beide, zieht einmal über eure Körper drüber. Ihr spürt, wie das euch innerlich zerreißt, die Hitze. Nur um es nochmal ganz kurz gefragt zu haben, Ausweichen ist kein Thema. Ach so, entschuldige bitte. Ausweichen ist natürlich eine Sache. Ach, gut zu wissen. Nice. Die ihr machen könnt. René, du natürlich auch. Ich würde dir nur sagen, René, er hat halt 7 Erfolge geworfen und 5 Trigger auf seinen ersten Wurf. Und das müsstest du überwürfeln. Und du müsstest dich vorher entmuten. Man hört dich nicht. Man hört dich immer noch immer nicht. Immer noch du bist nicht. Doppelt stumm geschaltet einfach. Ja, wie zu, okay. Zu Recht wegen Empörung. was ist das dann, Melee und. Mit seinen, ja, ich muss ja nur einen von denen abwehren, vor allem, fällt mir gerade auf, nicht alle. Das wäre ja nur der letzte, den ich quasi schaffen müsste. Oder sehe ich richtig? Ne? Ich dürfte ja jeden vermutlich verteidigen. Da oder hast darf du ich... recht, da hast du recht. Du kannst dich aktiv verteidigen, aber dann wäre deine Aktion weg. Ich vergesse das immer. Ja, das finde ich natürlich mit weniger Körper... schlimm, als wenn ich tot bin oder ohnmächtig. Das stimmt. Körper und Nahkampf könntest du machen. Und er hat jetzt gewürfelt, um das mal kurz nochmal wiederherzustellen. Zum Glück hat Loophole da einfach so eine ganz merkwürdige Nachricht reingeballert. Das ist die Funktionalität, was passiert, wenn du Ego-Punkte... Also er hat mir einmal 5, einmal 2 Trigger und das ist Melee und... Der letzte war 2, also 2 Erfolge, 2 Trigger.
Und es ist Melee. Und, es ist Melee. Und, also Körper- und Nahkampf. Okay. Okay, und ich muss diesen die zwei Erfolge ausweichen, ja? Und, um die 10 Schaden zu verhindern. Genau. Wenn ich den schaffe, und dann ist meine Aktion für die Runde weg. Genau. Du weichst aus mit Geschicklichkeit und Beweglichkeit. Movement oder Mobility heißt das. Mobility. Ist das ja, das könnte Lupo schaffen. Birk, willst du auch ausweichen? Weil bei diesen ich strecke ihm meine Brust entgegen und nehme wie ein Mann den Schlag in meine... den tödlichen Schlag entgegen. Sehr gut. Max, ich habe noch eine Frage, es tut mir leid. Er muss 2 Erfolge haben, damit er mir das reinballert, ne? Ja. Hätte ich jedem seiner Schläge ausweichen können oder nur... Nee, du hättest jedem ausweichen können, das halt nur... Ich meinte nur... Er kann nur einmal ausweichen. Genau. Also ich hätte beim ersten sagen müssen, dem will ich jetzt ausweichen oder ich take ihn. Genau. Oder beim zweiten hätte ich sagen müssen, okay. Er hat 7 Erfolge und 5 Trigger beim ersten, 5 Erfolge und 2 Trigger. Das hättest du überwürfeln müssen. Okay, genau. Aber ich hätte nicht jedem unabhängig von allem ausweichen. Das heißt, ich muss jetzt einfach Difficulty 2 überwürfeln im Endeffekt. Genau. Richtig, ja. Um nicht down zu gehen. Und das hast du geschafft und du hast sogar noch mehr geschafft. Du hast 3 Trigger gewürfelt. Das heißt, du kannst ihn auch noch kontern. Ich möchte mich nochmal hier beim Team bedanken, dass ihr verhindert habt, dass ich gestornt wurde. Danke, Harley. Gerne. Ja, Lupo hat es auch geschafft, übrigens dem Ding auszuweichen. Das ist sehr gut. Dann kriegst du keinen Schaden. Nur Birk kriegt mal wieder Schaden. Nee, warte, ich hab doch noch gar nicht gewürfelt. Aber du hast gesagt, du willst nicht ausweichen. Natürlich will ich ausweichen. Okay, aber Frage, willst du ausweichen? Können wir mal zurückgehen im Video? Ich strecke ihm meine Brust hin und nehme es wie ein Mann. Ich weiß, das war wohl offensichtlicher Scherz. Also okay, was bringt mir das? Keine aber du musst. Ne, was es dir bringt, ist, dass du noch eine Aktion hast in der Runde. Wenn ich. Ja, oder ich werfel 3 Trigger. Ja, okay. Du musst aber diese 6 Erfolge überwürfeln. Ja, mit Agility und Mobility. Ja. Aber da kommen auch die Ego-Punkte drauf, die du gesetzt hast, ne? Genau. Dann add ich ein Dice. Come on! Oh Gott, was für ein trauriger Schuss. 6 Erfolge, 2 Trigger immerhin. Okay, da du das gematcht hast, schaffst du es auch auszuweichen. Aber deine Runde ist hinüber. Also deine Aktion für die Runde ist hinüber. Mit 12 Würfeln, ey. René, du kannst jetzt nochmal, handwave das hier, weil ich nicht genau weiß, wie der Konter funktioniert. Du kannst ihm gerne nochmal Schaden mit deiner Waffe zufügen. Also einen Angriff machen auf ihn. Du bist immer noch gemutet. Warum bin ich so dumm? Auch den Ego-Punkten, die ich eingesetzt habe für die Runde, sich richtig. Nein, ne? Weil die auf die erste Aktion. Okay, also darf ich die einsetzen. Das ist nice, danke. Nee, ich hab's verstanden. Boss Hammer. Der hat keine Rüstung und nix. Doch, er hat Rüstung. Guck mal, da steht doch sogar Dodge. Ach, stimmt. Mhm. Das heißt, wenn ich 2 Möglichkeiten habe, ist es gar nicht mal so dumm, egal. Okay. Okay, ja, 5 Erfolge, du triffst ihn. Das macht 9 Flash Wounds, okay. Geb ihm noch mal einen Schlag in den Nacken, während ich so umklatsche und so nach Hardcore Soda Plexus, wie man es kennt. Zurücktaumel. Okay. Ja, sehr gut. Der Typ steht aber noch. Und dann ist, glaube ich, Jurian dran. Oder? Warst du schon? Ich bin auch noch dran. Ja. Ich bin gerade verwirrt, weil die Initiative hier. Ist schon ein bisschen her. Ich guck mal, was ich für viele Actions. Eine Action hatte ich. Das stimmt. Sondern endlich schießen, ne? Ich habe auch schon geschossen. Dann bist du als Einzige nicht ausgewichen und bist dran.
Ich wurde, auf mich wurde auch nicht geschossen, oder? Nee. Also? Meine Birke ist ausgewichen, als der Schuss auf ihn kam und du standest direkt hinter ihm, aber wir wollen mal nicht so sein. Ja, da haben wir so einen Matrix-Moment gemacht und sind beide gleichzeitig ausgewichen. Beide gleichzeitig, ich verstehe. Okay, ja, was möchtest du machen? Ja, was soll ich machen? Ich schieß auf den. Mhm. Vielleicht renne ich, schaffe ich es noch bis da so hinter die Treppe zu laufen. Klar, aber dann kriegst du ein Minus auf deine Aktion. Was? Es sind noch keine 2 Meter. Danke. Doch. Dann mach ich's nicht. Okay. Please. Zwei Erfolge. Das ist ein Treffer. Eie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 
dass du nochmal so ein bisschen Kontakt zur menschlichen Seite in dir kriegst. Ist an du wurdest gerichtet, Massenmörder! Und dann soll mein Ding ins Wegstecken. Ja, René, als du weiter auf ihn einschlägst, merkst du irgendwann, dass der Körper dieses Mannes anfängt, sich zu krümmen und zusammenzuziehen, und er anfängt zu frieren, einzufrieren, und aus seinem, also an den Stellen, wo du ihn geschlagen hast und auch wo die Kugeln ihn getroffen haben, siehst du jetzt, wie eine weiße Flüssigkeit aus ihm rausfließt. Er ist offensichtlich tot. Ich trinke. Was machst du? Ich trinke die weiße Flüssigkeit, die macht mich bestimmt genauso krass wie er. Nee, ich würde mir das angucken. Der kannst du aber nicht ausweichen. Und dran denk riechen dran. Und so auf jeden Fall mal und mir angucken, was das ist, was da rausläuft. Wenn der Kampf hat jetzt nur wenige Sekunden gedauert, ne? Das heißt, wenn wir 5 Minuten hatten, haben wir noch 2 Minuten ungefähr, um das Schiff zu verlassen, oder? Ihr hört jetzt gerade, wie durch eine Durchsage, eine metallische, digitale Durchsage durch das Schiff dröhnt. Selbstzerstörung in T-10 Minuten. Ja, dann würde ich mir diese weiße Flüssigkeit tatsächlich gerne nochmal angucken. Kurz. Einmal investigate, was das wohl ist. Was da aus ihm rausläuft. Life Juice. Ja, dann mach mal, würfel mal auf, ja, Science? Ampere, Science. Eris und Parel humpeln in die Richtung. Lupol, was machst du? Lupol steckt sich erstmal das Artefakt ein. Mhm. Natürlich. Und würde dann sagen, würde dann zu Helios gehen und fasziniert diese Technologie abchecken und gucken, ob er irgendwie vielleicht was davon abtracken kann. Mhm. Dirk, was hast du geworfen? Drei Trigger. Mit den 3 Triggern kannst du gerne ein bisschen von dieser Flüssigkeit irgendwo auffangen. Es scheint sein Blut gewesen zu sein. Es scheint anstelle von Blut durch seine Adern geflossen zu sein. Aber ich kann mir jetzt nicht erklären, warum das weiß ist und ob man da irgendwas mit anfangen kann. Nee, aber du kannst es gerne ja nehmen und irgendwie gucken. Ja, ich steck das in die Hosentasche, das Blut, und dann würde ich raus hier. Mhm. Jesus Christ. Ihr habt noch 10 Minuten Zeit, dieses Schiff zu verlassen. Ja! Und spurtet heraus. Nimmt diese ganzen Scheibensachen mit und alles. Kann ich dem eigentlich jetzt noch irgendwie vielleicht so ein irgendwas klauen? Dem Guten? Du kannst, dauert halt lange, du kannst ihm die Hand abhacken. Und ist vielleicht schwierig, aber you can ja, try. Dauert vielleicht. Würde Lupo jetzt ein bisschen wehmütig auf diesen krassen Anzug schauen und dann mit den anderen mitgehen. Alright. Ich zeige euch einmal kurz, wo ihr gerade seid. Und erkläre es euch. Ihr seid jetzt hier bei Nummer 15, dem Torpedoraum. Oh boy. In diesem Raum hat dieser Kampf gegen Arnika und Helios vor allen Dingen stattgefunden. Ihr bewegt euch durch die Tür und müsst jetzt geduckt gehen und seht, dass eigentlich nur ein Weg wieder in Richtung einer kleinen Treppe führt. Das ist hier jetzt nur so ein Durchgangsraum.
Und diese, nicht Treppe, Leiter führt nach oben zu einer Luke, die ihr wiederum öffnen könnt. Birk, du gehst vor, ne? Jo. Birk, ja, du kommst bei der Leiter an und ja, du kannst oben eine Luke öffnen an der Spitze der Leiter, ganz oben angekommen. Auch das Ding. Auch ist da oben, ist da oben ein Loophole? Alles gut, ich hab nichts gesagt. Ihr befindet euch in einem Raum, als die Luke sich öffnet, der voll ist mit insgesamt 16 Kapseln. Und Birk, als du hier das öffnest, merkst du schon, da stimmt irgendetwas nicht. Du riechst einen fauligen Geruch in der Luft und hörst ein dir bekanntes Zischen. What the fuck is this? Titties out! Ein dir bekanntes Zischen, das du vom Hafen von Akita, von Brest kennst. Das ihr gehört habt, kurz bevor aus dem Wal diese Bestie rausgeplatscht ist, die ihr in der ersten Session bekämpft habt. Ihr könnt alle mal gerne einen... Ich hab viel zu wenig Perception-Würfe heute, ne? Okay. Ich bin auch von dem, was ja sehr geschockt, auf ihr jeden Fall. Einen Wurf auf Perception machen. Ich denke so, wie kann alles verrotten, nur die Boobies nicht, ja? Es ist... Ah, das hat der Ego gespendet für den Perception-Roll, was? Das ist falsch. Na, bei mir kann er zum Glück einfach nichts mehr spenden, das ist ganz gut, das macht's ganz einfach. Ja, liebe Leute, folgende Situation. In diesem Raum sind insgesamt 16 Kapseln. Ihr seht, also das sind so Cryo-Chambers, in denen Menschen liegen. Ihr seht, an einigen Stellen sind diese Kapseln aufgebrochen und ihr seht auch, dass schwarze Schlieren sich um diese Dispenser gebildet haben. Und ihr schwarzes Wasser anscheinend in diese Kammer hereingesickert ist. Und ihr hört ein Röcheln und ein Zischen aus drei Richtungen. Hier sind insgesamt drei menschliche Wesen, die nicht mehr wirklich menschlich aussehen. Teilweise schwarze Haut mit der gleichen Verfärbung, die ihr schon bei Galen gesehen habt, bei dem Arm, den ihr abgehackt habt, aber das hat das hat auf den ganzen Körper übergegriffen und die starren in eure Richtung und das, was ihr sonst noch seht, ist eine Tür am Ende dieses Raumes. Wir müssen Initiative werfen, Leute. Die sind aber noch in diesen Tanks gefangen oder sind die Tanks aufgebrochen? Da ihr kleine Smarties seid, könntet ihr euch vorstellen, dass das diese sogenannten Dispenser waren, von denen vorhin die Rede war. Ihr seht, dass einige von denen offen sind. Einige aufgebrochen, andere gerade geöffnet. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Leute, die da drin liegen, tot sind schon. Ihr seht halt, dass drei von denen sich bewegen. Aber... Das ist creepy. Ja, gibt's eine Frage? Aber, okay, die liegen da praktisch drin, aber wir
Können wir die... Also haben wir eine Line of Sight zu denen und können einfach auf die schießen, oder? Ihr seht diese drei, die ausgebrochen sind quasi. Hm. So. Aber würden die pissen oder haben die auch Bock, ein bisschen einfach zu schnacken vielleicht? Weil die jetzt so lange in den Kryokammern waren. Wollen die sich uns anschließen vielleicht, ja. Wollen wir jetzt direkt wieder Aggression schieben, meine ich nur. Die wirken nicht mehr wirklich menschlich. Das muss ja nichts heißen. Wollte also. Ich gerade sagen, das ist auch das ganz normale Berghain Sonntagmorgen. Wow. Okay. Und da haut ja auch keiner einfach so aufs Maul. Nicht, wenn du es nicht willst. Das ist halt das Ding. Your body, okay. Your choice. Auch für die Inkubus menschlichen Wesen, die in diesem Ding liegen. Ja, Initiative 5, zweimal. Loophole, du hast die Initiative 5 und, also 5 Erfolge und 2 Trigger, das heißt, du bist schneller. Was möchtest du tun? 5 Erfolge und 3 Trigger. Loophole hat auf jeden Fall die Knarre in der Hand. Du hast 5 Erfolge, 3 Trigger, René, was machst du? Wer ist Inkub, wer ist der hier? Oder das hier, ist das 1, 2 oder 3? Das wisst ihr nicht. Aber also von der Initiative her, ich muss doch sehen können, wie sehr... Ja, es ist Incubus 1. Das ist auch noch der direkt nach mir und Lupi dann dran ist. Ja. Ich kann hinrennen und zweimal geben, sehe ich das richtig? Ja, wenn das dein Plan ist. Werft bitte alle nochmal auf Intelligence und Legends. Oh, die dürfen mich auch nicht berühren oder so eine Plünne. War das nicht, hatten die nicht so diese merkwürdigen... Ey, aber da geht jetzt der... Naja. Ach, shit, ja. Das heißt... Ich nehme die Würfel, ist okay. Ja, okay. Legends... Wurf von Birk, sag ich mal. Birk ist besser auf Abstand zu bleiben bei den Viechern. Du hast vor allen Dingen schon mal Homo de Genesis gejagt und du weißt, dass es nie gut ist, denen nahe zu kommen. Das ist auch der faulige Geruch in der Luft, der diese Viecher so oft begleitet. Ja, und René, du ja, weißt, dass... Raus hier, kommt den Dinger nicht zu nah. Ja, René würde halt quasi so erstmal in seinem Dingens lostaumeln und sich denken, wegmachen, raus hier. Und dann auch realisieren, scheiße, und seine zwei Aktionen zum Escapen benutzen. Alright. Halt... Du rennst, kannst einmal durch den Raum rennen mit zwei Aktionen, easy. Ich würde einmal hier und dann, was auch immer. Ich hoffe, die Tür geht auf, sonst wäre schlecht. Ja, du stehst vor einer... So richtige, nicht irgendwelche Drohnen, sondern richtige Homo de Genesis-Dudus oder was? Vielleicht, ja. Ja, gut. Dann ist Loophole dran und... Ja, Loophole würde auch einmal mit neben Birk zusammen zur Tür rennen. Ja, das Gute ist, oder das Schlimme ist, René, du siehst keine Art, diese Tür zu öffnen. Da ist keine Klinke dran oder sowas. Das Einzige, was du siehst, ist, dass in die Tür eingelassen ist eine Aussparung. Und Loophole, du merkst, dass Jehamets Wille perfekt in diese Aussparung passt. Ja, den stecke ich da erstmal rein, den guten Willen. Hast du so viele Aktionen? Ich habe 2 Trigger. Okay, das ist gut. Drückst 3. Oder hatte ich nicht 3? Warte mal, wo bin ich denn jetzt wieder gewesen, ey? Oh Mann. Heldenfahrt, ja, danke für den Raid. Schön, dass ihr da seid. Es ist gerade sehr spannend. Das Finale des U-Boots. Lupo, du drückst die Scheibe in die Tür hinein und sie öffnet sich und lässt auch einiges Licht in diesen Raum hinein. Was einige Lichtstrahlen auf diese widerwärtigen Wesen fallen lässt, die ihr jetzt sehen könnt, ihr anderen.
Der erste. Ah, die Scheibe kriege ich wieder, ja? Was? Die Scheibe kannst du rausnehmen. Okay. Das erste schlurft hier in den Raum rein. Ihr seht jetzt auch, dass die Arme seltsam verlängert sind mit schwarzen Schlieren, die sich so langsam bewegen. Quasi so Peitschenhände. Und die schlurfen jetzt hier beide in eure Richtung. Scheinen etwas orientierungslos zu sein. Aber ihr seid dran. Und welche Reihenfolge? Ja, die Reihenfolge hat die Initiative bestimmt. Das müsst... Ja, erst das müsst Juri ihr an. Wissen. So zieht Max sich wieder raus. Ei. Ja, ich kann hier auch nicht alles machen. Ja, ich renne im Slalom. Kannst du nochmal dein kleines Headset ein bisschen näher machen? Ich renne im Slalom um die Gegner. Ja. Und zu Lupol und René. Wie viele Aktionen hast du mehr als zwei Trigger? Er hat zwei Trigger, er hat zwei Aktionen. Siegertyp, wirklich richtiger Siegertyp. Ja, die einzige, gut. Die keine zwei Aktionen hat, ist Jurian. Die anderen humpeln auch irgendwie hier lang. Das sind eure NPC-Pads, die ihr mitnehmt. Jurian bleibt ein bisschen auf der Strecke hinten. Folgst du denen? Aber so weit? Oder, sorry, ich hab dich jetzt bewegt. Du musst natürlich selber sagen, was du machen willst. Ich glaube... Julian kämpft. Ich würde mit meiner Sniper eigentlich da stehen bleiben erstmal. Um zumindest ein bisschen Distanz zu haben. Mhm. I don't know. Ja. Du kannst ja ein paar Schritte gratis laufen, ne? Zumindest schon mal theoretisch. Also wenn du wollen würdest. Oder kann ich auch bei den anderen hier drüben sein? Du kannst nicht ganz drüben sein, weil du keine zwei Aktionen zum Laufen hast. Du kannst dich in die Mitte vorbewegen. Oh. Ist ja auch kacke. Ich bleibe da. Aber ist nach ihr noch jemand dran? Ja. Oh nein, warum ist jetzt doppelt Jurian da? Naja. Der hier ist noch dran, oder? Nur noch der da oben. Der Dudu kommt jetzt auch noch in die Richtung. Und jetzt ist die letzte Bleibe, noch wo mal... ich bin, ja. Okay, nochmal Initiative. Hä, warum schon wieder? Warum nicht? Die Runde ist durch. Wenn ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, du bleibst stehen, sorry. Was möchtest du machen? Ja. Soll ich nicht schießen? Du musst entscheiden, was du machen willst. Was haben die anderen denn gemacht? Wir sind weggelaufen. Ja, die sind weggelaufen. Nahkampfgötter, da wollte ich jetzt nicht unbedingt reingehen. Leute, aber ich komme doch nicht darüber. Ja, offensichtlich nicht. Das habe ich leider nicht gewusst. Sonst hätte ich was anderes gemacht. Ey, Jurian, das tut mir leid. Jurian, toi, wir sehen uns oben. Ich meine, Jurian, du kannst schon mal den Anfang machen. Vielleicht bist du ja gleich schneller als die. Jurian, die MS Loveboat legt gleich ab. MS die Genesis. Ja, wo möchtest du hin, Jurian? Du kannst dich gerne noch bewegen. Guck gerade, ob ich gute Athletics habe. Nein. Aber ich bin tough as shit. Deswegen schieße ich auf einen von denen. Du willst wirklich nicht ein paar Meter in unsere Richtung kommen, Julian? Ja, aber dann kommen die doch zumindest sofort die zwei Gratismeter. Zumindest ja, die zwei Gratismeter. Ich gehe jetzt die zwei aber Gratismeter. Aber was machst du denn, wenn du schießt? Dann schießt du die. Du wirst keinen davon erschießen können und die sind tot. Und dann hast du nächste Runde, stehst du genauso weit weg von der Tür und wirst von den Dingern angegriffen. Ja, dann gehe ich halt hier hin. Renn so nah wie möglich an uns ran und wir schießen auf die, weil wir haben Actions. Wir sind wie weit kann Action. Ich denn, Max? Du musst mir sagen, wie weit ich gehen kann. Achso. Kann ich da auf die Mitte des Bildes? Ja. Du schön kannst gleich tot sein. Super. Du kannst sogar hier hingehen. Cool. Gut, Initiative, let's go.
Kann ich, wenn ich vorhabe, Protector-mäßige Sachen zu machen, schon Ego-Punkte dafür kassieren? Nein! Ihr seid ziemlich am Ende und ihr habt es jetzt mit drei von den Viechern zu tun. Bitte nochmal Initiative würfeln. Hör auf, ey. Die Tür ist auf. Die Tür ist auf und sie gibt den Blickpreis auf eine größere Halle, in deren Mitte du, Loophole, jetzt ein kleines Boot erkennst. Alter, was geht jetzt bei der Initiative ab, ey? Schrecklich. Okay. Alter, die Inkubus. Der erste hat schon mal richtig gut geworfen. Der zweite hat tatsächlich richtig gut geworfen. Ja, der eine braucht halt noch ein bisschen, ne? Der eine macht immer Fehl. Der letzte ist halt am Pennen. Der letzte hat wirklich ein bisschen gepennt. Macht ja auch Sinn nach 500 Jahren Schlafen. Okay, fuck it. Ja, ist egal. Einer ist der Einzige, der irgendwie gerade was reißt. Und der ist tatsächlich auch als allererstes dran. Muss ich nochmal in das Buch gucken. Death Punch Jurian. Seh's kommen. Will it happen? Ja, klar, warum nicht? Ich bin da mittendrin. Hey, man kann doch eh Arm abmachen einfach. Ich hack den Arm ab. Wir brauchen gleich auf jeden Fall wieder was. Ich bin der Mann fürs Probe. Ich hab die Hundefelle besorgt. Ich mach auch den Arm von Jurian ab. Ja. Jetzt Arm ab. Und dann ab ins Öl wieder, ne? Leute. Vielleicht könnte ich sie ja noch mit meinem. Vielleicht könnte ich ihnen ja ein bisschen Angst machen. Kannst du auf jeden Fall gleich aktiv ausweichen. Das wird auf Jurian war viel zu lahm. Körper und Nahkampf. Inkubus. Ja, der greift an. Jurian. Und zwar dich. Nee, jetzt endlich mal. Und zwar bin überrascht. Sechs Würfeln, Difficulty 2. Ich hab diese coole Composite Armor jetzt, ne? Allerdings. Null Flash Wounds. Boah, du hast auch die Composite Armor, ne? Ist natürlich. Hab ich mir noch angezogen extra. Wie viel Schaden macht die weg? Da steht Armor Value 6. Das ist ja richtig gut, ey. Und Bulletproof 9, aber Composite Armor hat Armor Value 6. Ja, der Schaden liegt bei 6. Das heißt, ich nehme nichts? Boah, mit der Rüstung können wir uns hier einfach hinlegen und von denen massieren lassen. Aber allerdings. Ja, sorry, wir haben das Game leider gerade gehackt. Also zumindest bis die Bombe hochgeht, aber... Ist da nicht so, dass der Damage auf 1 gecapped wird oder so? Wenn Armor und Attack gleich ist? Ah, okay. Sorry, ich muss es leider... Dumm. Ist das dumm? Jurian, du siehst, wie diese Peitsche in deine Richtung fliegt und dich am Bein greift. Es gibt keinen Hautkontakt und die Rüstung federt das gut ab, aber du musst bitte einmal einen Wurf würfeln gegen diese drei Erfolge und zwei Trigger auf Beweglichkeit, ob du noch dein Bein wegziehen kannst. Sonst schließt sich diese Peitsche um das Bein und will dich zu Boden ziehen in die Richtung. Mobility? Ja. Drei Erfolge, ein Trigger. Ich sag mal so,
da ein Trigger fehlt und eure NPCs nicht gekämpft haben, rennt Parell in deine Richtung und ruft: Lass sie los! Und zieht mit dir mit. Und zieht dich in Richtung der Tür. Daraufhin seid ihr jetzt dran. Ja, ich renn raus zum Boot. Ja. Alle, ne? Echt? Okay. Ja, wenn ihr nicht mehr weiter exploren wollt, dann ja, will ich auch dabei. Ja, obwohl ich würde mir hier hinten in der Ecke den Tank nochmal angucken, auf der gegenüberliegenden Seite des Raums. Okay. Dann kann ich jetzt final... Sag mal, kann ich irgendwie auf der anderen Seite sehen, ist da irgendwo ein Knopf, den ich drücken kann, damit die Tür hinter uns zugeht oder so? Weißt du was, Loophole? Die Antwort ist ja. So ein dicker roter Knopf mit Close Doors Behind You, Ausrufezeichen. Ihr rennt durch die Tür eine Treppe hinab und erkennt das kleine Boot, kleine Schiff, was sich dort befindet. Ein Hovercraft-Boot. In das ihr jetzt allesamt einsteigen könnt. Ihr seid natürlich komplett in Panik. Ziemlich fertig. Tür ist ja zu, ne? Ja, eure Herzen rasen, aber ihr könnt in dieses Hovercraft einsteigen. Ihr hört nochmal die Durchsage: Selbstzerstörung in T-5 Minuten. Und ich nehme an, dass ihr alle einsteigt, richtig? Ja! Ich glaube, es sind lang sind nur Lupul und René drin. Okay, ciao dann, Leute, was ist denn los? Ich komme nicht mehr raus, Pinkel. Wir sind weg, sorry. Und hat das Ding raus und, ja, sorry, Leute, die Türen sind jetzt schon zu, ne? Ich weiß nicht, ob gerade nicht mehr richtig aufmacht. Wollt ihr noch kurz meinen Neoprenanzug aussehen? Und die anderen hier, Ampere, Parel und wie hieß sie, chillen auch noch da an der Brücke. Ja, nein, Parel zieht natürlich Juri raus aus dem Raum. Er ist der Beste. Die Tür schließt sich und er zieht sie auch ein. Lupo, möchtest du dieses Gerät fahren? Ey, ich habe nicht auf Navigation weiter mal geskillt. Ich glaube, das würde ich lieber dem guten Parel überlassen. Ja. Dann stellt Parel sicher, dass es dir gut geht, Jurian, und sagt dann so, lass mich daran. Danke. Das wird doch nicht so schwer sein. Ja. Ihr setzt euch alle in dieses Hovercraft. Wir versuchen da irgendwie mit Engineering zu versuchen, diese Steuerung zu verstehen und ihn zu unterstützen oder sowas, wenn es geht. Ja, wie ein kleiner Chewbacca machst du so ganz viele Dinge an. Und Parel guckt sich das Ganze an. Also, muss er hier irgendwie rausgehen. Und er zieht an einem Hebel und im nächsten Moment werdet ihr in die Luft geschleudert und rauskatapultiert aus dem U-Boot. Und ihr fliegt durch die Luft und landet auf der Wasseroberfläche und im nächsten Moment rast ihr mit diesem Hovercraft-Boot über die Wellen. Ey, aber jetzt flott die Karotte, ja? Richtig schnell. Please. Als ihr nochmal einen Blick zurückwerft auf die Black Atlantic, die ja jetzt hinter euch liegt, seht ihr einen Lichtblitz, der von ihr ausgeht. Und direkt danach noch einen zweiten. Rauch und Dampf bleiben hinterher. Und ihr entfernt euch immer weiter, Parel tritt aufs Gas
rast über die Wellen, um so schnell wie möglich wegzukommen. Und dann noch einmal ein paar Minuten später hört ihr in der Ferne eine Explosion. Eine riesige Explosion, die, auch wenn ihr die Black Atlantic jetzt schon nicht mehr seht, über die Wellen getragen wird und einfach extrem laut ist. Sass. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich wollte Explosionssound, okay. Es macht. Von Lupol hört man so ein Schluchzen und Weinen und Jammern. Weshalb? Ampere guckt, blickt sich zu dir um. Die ganze schöne Technologie, all die Artefakte. Ja, Lupo spielt halt den Zika aus. Ja. Was wir an Wissen hätten gewinnen können. Ampere sagt noch, diese Lichtblitze. Glaubt ihr, er hat noch Raketen abgefeuert? Argaia? Elios. Vielleicht hat er den Abschuss befohlen, bevor er gestorben ist. Naja, wenn Argaia das System gehackt hat, ich weiß nicht, ob Helios es dann geschafft haben könnte, aber mal gucken, ob wir stecke ich auch nicht drin. In Brest ankommen und ob da noch Brest da ist. Wir sollten vielleicht in London nach dem Rechten schauen. Argaia hat uns doch versprochen, dass er uns belohnen wird. Und wir haben unser Wort gehalten. Parel hält in jedem Fall Kurs auf Brest. Und sagt, ich will zurück. Außerdem müssen wir die warnen, wenn die Piktens immer noch unterwegs sind. Ja. Und wir haben noch einiges zu tun. Ja, Parel blickt nochmal über seine Schulter in eure Richtung. Und dann sehen wir dieses Hovercraft über die Wellen rasen. Und hier machen wir dann Schluss für heute. Wow. Oh yeah. Das war alles sehr knapp. Ja. Das stimmt. Sehr krasse Session, aber ihr habt gut gegen Helios gekämpft. Hat Helios mit jedem seiner Boxhiebe 5 Ego-Schaden gemacht eigentlich? Ja. Ey. Ich glaube, dann habe ich gecheatet und ohne es zu wollen, ehrlich gesagt. RIP. Alles weil gut. Ich habe 10 Ego und dann hätte er mich ja mit 2 eh schon K.O. gehauen. Alles gut. Helios, es tut mir leid, aber ich bin vor die Leute gesprungen. Ihr hättet ihn eh... Wirklich, das uns gerettet. Ihr hättet ihn eh platt gemacht. Es wären vielleicht noch Leute gestorben, aber ich finde, ihr habt das gut gemacht. Gestorben wäre ich zum Glück, es sei denn, er hätte den ohnmächtigen René weiter angegriffen. Also, ich muss sagen, ihr hättet eigentlich auch noch Unterstützung in dem Kampf gehabt gegen Helios. Und zwar von Arnika. Im Buch ist es so vorgeschrieben, dass Helios sagt, jo, ich mache jetzt hier Hermets Willen kaputt. Weil wenn das in die falschen Hände gerät, scheiße. Und dann sagt Arnika, what the fuck, was machst du da? Ich greife dich jetzt an. Und dann kämpft er auf eurer Seite. Aber Birk war einfach schneller und hat gesagt, ja, ich schieße.
Und dann ist es nicht mehr dazu gekommen. Aber Lupe hat ihn ja schnell hinübergemacht. Aber dass das Buch damit nicht rechnet, dass irgendjemand losschießt, wenn da zwei Leute stehen, die offensichtlich gegen einen sind. Und es heißt, yo, in 5 Minuten geht das ganze Ding hier in die Luft. Ihr müsst euch mega beeilen. Und die fangen da erstmal an, so ein Epilog zu halten, so einen Monolog zu halten. Ja, boah, 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 boah. Ja, das stimmt. Naja. Da habe ich mir gedacht, würde Birk sich in dem Moment denken, okay, entweder die erschießen mich jetzt oder ich erschieße die, aber auf jeden Fall ist in 5 Minuten eh alles vorbei. Das heißt, entweder handeln, zuhören ist auf jeden Fall worst option. Ja, verstehe ich auch. Aber ja, ihr habt's geschafft. Wow. Wir sind aus dem Schiff raus. Aus dem Boot raus. Ja, ach so. Ich muss vielleicht noch anmerken, dass natürlich die Fiancée, die Tauchkapsel von, also das habe ich eben vergessen zu sagen, nein, die ist nicht kaputt. Parel hat natürlich noch hier Polly und Gaston, den Gibbon, eingesammelt, bevor er losgedüst ist. Sehr gut. Oder kann er so Autopilot einstellen oder so? Und das Schiff kommt uns hinterher. Haben wir ihm nicht einfach Benzin gegeben, damit er beide Schiffe zurückbringen kann? Meinetwegen auch das. Weil der arme Parel, das hat ihn sonst richtig viel gekostet, sein U-Boot zu verlieren, ey. Aber naja, dann hat er jetzt halt ein richtig geiles Hovercraft. Ja, ich glaube, beides ist geiler. Der muss ja auch ein bisschen von was leben, ne, der gute Mann. Der verkauft ja wahrscheinlich eins von beiden. Ja, wir gucken mal, was mit Parel und was mit euch beim nächsten Mal passiert. Frage ist, was mit Gilf irgendwann wieder passiert. Gaben ist in Franka. Nee. Genau. Ihr habt jetzt gerade einen der großen Threads dieser Kampagne abgeschnitten quasi oder erfüllt. Die große Frage ist jetzt halt noch, was ist mit den Spitaliern, dem Sternenfeuer und dem... Wie viel XP gibt's dafür, dass man Helios ausschaltet? Oh, das ist nochmal eine gute Frage. XP. Wo zur Hölle können wir noch mehr Loot klären? Richtig. Auf jeden Fall, ey. Ihr habt auf jeden Fall XP verdient. Wie kann ich mit Gaben nochmal auf eine Loot-Tour gehen? Ich meine, wir haben den Polyeder besiegt, wir haben den Reaktor wieder hochgefahren. Wir sind weggelaufen ganz oft. Also krieg ich bestimmt Upgrades für Movement und so, Agility Improvement. Ich viel Intel gekriegt wieder. Okay, ich sag mal kurz, was hier passiert. Krass. Okay, Akt 3. Mit der Fiancée nach Morlaix gereist. 3 EP. Den Pictons gegenübergestanden. 5 EP. Yo, jetzt wird's juicy. Gegen Baylor gekämpft. 6 EP. Rechnet ihr mit? Ja. Vor Ifrit, vor Aries geflohen. 7 EP. Den Eisberg entdeckt. 1 EP. In die Black Atlantic eingedrungen. 2 EP. 23? Mhm. 24? Was? Wir sind schon bei 24, ja. Samoa Schorsch sagt, es dürften 30 bis 35 XP sein. Hallo erstmal, schön, dass du da bist. Und wir gucken mal, ob du recht hast, ey. Wo waren wir? 24. Okay, genau. Helios Vergangenheit entdeckt. 1 EP. 25. Den Polyeder geknackt. Ja, es kann nicht, dass wir das. Wir haben ihn geknackt. Okay. Also, ich wollte gerade sagen, wenn, dann haben wir den geknackt, weil er kaputt gegangen ist. Und ich finde, dass das. Richtig. Weil zu viel das Strom verbraucht. Deswegen ist er kaputt gegangen. Okay, 4 EP. Argeier gegenübergestanden. 2 EP habt ihr. Was ihr nicht gemacht habt, ist den Sicherheitszylinder entschlüsselt, weil das war Ampere. Aber der gehört doch zu unserer Gruppe. Wie viel XP hast du dazu? Wir teilen seine XP auf uns auf. Das Gefecht.
das Gefecht mit Arnika überstanden. 4 EP. 34. Den Maschinen. Arnika tot gemacht, 35. bevor er zu unserer Seite überwechseln konnte. Ja, das steht da leider nicht. 20 Secret XP. Das, dann schreiben wir den Leuten nochmal. Den Maschinenraum überlebt. 1 EP. Das Waffensilo 30. entdeckt. 1 EP. Aber sind das nicht so alles Sachen, die wir eh hätten machen müssen, wenn wir nicht draufgegangen wären, die Hälfte davon? Ja, aber naja. So funktionieren EP, Andi. Und dann können sie auch sein, das U-Boot abgeschlossen, erfolgreich, so und so viel EP. Mal zählen hier, sonst wäre ich wahnsinnig. Helios besiegt, 8 EP. Okay. Die Kryostasekammer überlebt, 6 EP. Okay. Jehamets Willen erbeutet, 2 EP. Nur 2 EP? Das Hovercraft ja, gesteuert. Ja, wir müssen ja trotzdem, wir sind da seit 100.000 Stunden hinter dem Ding hinterhergerannt. 3 EP. Nochmal. Und wie viel sind es insgesamt? 77. Warte, jetzt lass mich rechnen. 20 waren das. Ich hab, warte, ich kann rechnen. 56. Mhm. Ja. 6. Ich ja. kann das nicht richtig rum. Gönnt es euch. Gönnt euch gerne die 65 EP. 56. Ja, oh Gott, ich habe auch Probleme, Lisa. I feel you. Ja, ich bin auch immer richtig geizig, weil ich immer vergesse, euch EP zu geben. Ich habe irgendwann mal mit einem anderen Dir Genesis DM geredet und er meinte so, wie viel gibst du immer? Ich gebe ja immer so 5 bis 10 pro Session. Und dann meinte ich so, oh, okay, 5 bis 10 pro Session. Gebe euch ja alle 10 Session irgendwie mal ein bisschen und das ist ein XP, die man sich denn aufsparen muss. Aber darum kämpfen wir auch so smart, wie wir sind halt, weißt du? Deswegen haben die Gegner auch einfach keine Chance. Nice. Ich habe mir sogar noch 5 aufgespart, ja? Ja. Jetzt bin ich sogar bei 61. Können wir ja mal schauen. Ich hoffe, irgendwann geht's weiter mit Black Atlantic. Ich freue mich, dass wir durch das U-Boot durch sind. Und jetzt bin ich gespannt. Ich reiche nochmal auf. Bei Attributes oben links. Oh, stimmt, da ist es. Experience 3. Okay. Oh, ja, ich habe richtig Kopfschmerzen. Und wir hören jetzt auf zu streamen, ne? Ja. Aber danke für deinen Effort, Max. Gute ja, danke, dass ihr dabei ich wart. Ich fand's richtig gut, toll. Schwingt gut. Liebe Grüße an alle. Tschüssi, Leute. Und, Babys. Ach so, wisst ihr eigentlich, was wir hier lieben auf diesem Kanal? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Was könnte das sein? Da habe ich ein kleines Lied geschrieben. Hört's euch mal an. Ich liebe Pen and Paper RPGs. Für mich sind sie das Beste, was es gibt. Ich will sie jeden Tag mit meinen Freunden spielen, aber das geht nicht.